Hallo miteinander! Herzlich willkommen zu diesem Website Creator Webinar. Mein Name ist Clemens Forster und ich darf euch heute unseren Homepage-Baukasten, den Website Creator, erklären und euch auf dem Weg zu eurer eigenen Webseite begleiten. Mit dem Website Creator könnt ihr innerhalb von wenigen Stunden eure Webseite von 0 auf 100 selber aufbauen und online stellen. Der Website Creator ist von der Hostech GmbH in Richterswil entwickelt worden und somit habt ihr, wenn ihr Fragen habt, die Möglichkeit, uns anzuleiten oder uns zu schreiben und es antwortet jemand auf Schweizerdeutsch oder auf Deutsch. Das heisst, ihr habt wirklich sehr nahen Kundensupport. Der Website Creator ist so aufgebaut, dass wir als erstes ein Template wählen. Das ist eine Vorlage für eine Webseite. Die sind von unseren Grafikern erstellt worden. Mittlerweile über 50 Stück und es werden immer mehr. Und nachher tun wir das Template auf unsere Ansprüche anpassen. Wenn ihr das Template gewählt habt, habt ihr theoretisch schon eine fertige Webseite. Das Problem ist ein bisschen, dort sind nicht eure Texte drauf, nicht eure Bilder, vielleicht fehlen Videos oder andere Inhalte, die ihr gerne drauf hättet. Und das tun wir im Laufe des Webinars immer mehr ergänzen, sodass am Schluss eure Wunschwebseite dabei rauskommt. Nach der Wahl des Templates gehen wir weiter zu der Struktur von unserer Seite. Dort geht es darum, was brauchen wir überhaupt auf unserer Seite. Noch nicht inhaltlich, aber so ein bisschen strukturmässig. Es geht darum, welche Menüpunkte möchten wir haben. Jeder braucht eine Startseite. Ohne Startseite kann die Webseite gar nicht funktionieren. Dann gibt es ein paar rechtliche Sachen wie Impressum und Datenschutz, die wir sicher möchten auf der Seite haben. Vielleicht braucht ihr ein AGB. Aber alles andere ist sehr abhängig von eurem Projekt. Braucht ihr eine Über-uns-Seite, wo ihr eure Firma vorstellt? Braucht ihr vielleicht ein Produktportfolio? Braucht ihr eine Galerie? Braucht ihr Dienstleistungen, also eine Auflistung von Dienstleistungen, die ihr anbietet? Das ist wirklich sehr abhängig von eurem Projekt. Nach dem Aufbau von unserer Seite, also die Strukturierung, gehen wir in den Editor-Teil. Das ist der grösste Teil. Dort sind wir im interaktiven Baukasten an und für sich, wo wir Text, Bild, Video und so weiter alles können an Ort und Stelle platzieren, wie wir es gerne hätten. Nachdem kommen wir zu der Mobile-Optimierung und wenn wir von Mobile reden, reden wir immer von Smartphones. Das ist sehr wichtig in der heutigen Zeit. Über 60% von allen Webseitenaufrufen kommen heute über Smartphone und darum wäre es sehr fahrlässig, wenn unsere Webseite nicht auf Smartphones optimal aussehen würde. Keine Angst, der Website-Creator macht alles für Smartphones schon. Aber es gibt noch einige Sachen, die ihr anpassen könnt, die vielleicht noch ein bisschen mehr euren Vorstellungen entspricht. Nach der Mobile-Optimierung schauen wir die Gestaltung an. Dort geht es nicht darum, dass ihr irgendwie eine grafische Ausbildung oder so haben müsst. Das erwarten wir nicht von euch. Vielmehr geht es um so Basics wie, braucht nicht 50 Farben, sondern vielleicht eher 3-4 Farben. Dass es professioneller rüberkommt. Und tünt nicht wahllos irgendwelche Schriftarten verwenden, sondern immer wieder die gleichen 2-3 Schriftarten, damit eure Webseite einheitlich auftritt und nicht irgendein Chaos dort drin entsteht. Nachdem kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsteil, das ist die Suchmaschinenoptimierung. Und das ist sehr wichtig, weil Webseite an und für sich ist cool, aber wenn sie keine Besucher hat, dann ist sie eigentlich ein bisschen vergeben gemacht worden. Und die meisten Besucher gewinnen wir einfach über Suchmaschinen, um eine zu nennen, die alle kennen, Google natürlich. Und es reicht nicht, euch alles über Suchmaschinenoptimierung zu zeigen oder zu erklären, was man könnte, aber es gibt euch eine gute so ein gutes Fundament, das euch einfach schon ein bisschen weiterbringt als alle, die noch nie etwas von Suchmaschinenoptimierung gehört haben. Und ganz am Schluss schauen wir noch den Online-Shop an. Der Website-Creator ist komplett mit einem
Online-Shop ausgestattet. Das heisst, ihr könnt eure Projekte online verkaufen. Ihr könnt auch Kreditkartenzahlungen entgegennehmen. Und das werde ich euch unbedingt auch zeigen, wie das funktioniert. Bevor dass wir jetzt loslegen, ist wichtig, dass wir irgendwie einen Website-Creator-Account haben. Wenn ihr schon ein Konto habt, loggt euch unbedingt gerade ein. Ansonsten könnt ihr euch 14 Tage gratis so einen Demo-Account anlegen, wo ihr könnt alle Funktionen ausprobieren könnt. Und das zeige ich euch gerade, wie das funktioniert. Ich bin hier auf der Hostech-Webseite. Auf die kommt ihr auch über www.hosttech.ch und dann müssen wir auf die Homepage-Baukasten-Unterseite gehen. Wenn wir dort ein bisschen abscrollen, dann sehen wir hier Online-Demo. Und wenn wir dort draufklicken, wird für uns eine kostenlose Demo angelegt, die wir, eben, wie gesagt, 14 Tage gratis brauchen können und bei Bedarf nachher auch behalten können. Also ihr verliert nichts, wenn ihr später möchtet unser Produkt nutzen. Ich klicke jetzt da mal auf Online-Demo und dann wird für mich im Hintergrund ein Gratis-Account angelegt, wo wir nachher damit arbeiten können. Wenn ihr das erste Mal in Website Creator reinkommt, seht ihr da so ein Pop-up, das euch herzlich willkommen heisst. Das können wir einfach mal weiterklicken und dann kommt schon das erste, was wir ausfüllen müssen, und zwar die Hauptsprache. Der Website Creator kann mehrsprachige Webseiten machen, trotzdem braucht er immer eine Hauptsprache. Von der aus wird nachher alles übersetzt. Meistens ist das die Sprache, die ihr als erstes möchtet, fertig haben. Meistens ist das auch eure Hauptsprache, die ihr also eure Muttersprache. Bei mir ist Deutsch, Schweiz gerade richtig, darum gehe ich da weiter. Und dann müssen wir für einen Online-Shop auch schon gewisse Voreinstellungen setzen. Das müsst ihr nicht machen, wenn ihr keinen Online-Shop habt, beziehungsweise wenn ihr nicht das Online-Shop-Abo habt. Allerdings ist der Demo-Account immer mit allen Funktionen ausgestattet, darum müssen wir das sowieso ausfüllen. Da geht es aber nur darum, in welcher Währung soll unser Online-Shop funktionieren und mit welchem Mehrwertsteuersatz soll gerechnet werden. Beide Einstellungen könnt ihr später wieder anpassen, also keine Angst, wenn ihr da irgendwie etwas möchtet ändern möchtet. Ihr könnt es euch nicht jetzt schon für immer festlegen. Mehrwertsteuern können auch komplett deaktiviert werden, wenn ihr zum Beispiel nicht mehrwertsteuerpflichtig seid. Das heisst, auch das sehen wir im Shop nachher noch ein bisschen neuer. Ich lasse das jetzt einfach auch mal so und gehe auf Weiter. Und dann sehen wir da noch so ein erste Schritte-Video. Das können wir überspringen, das sehen wir im Webinar sowieso auch alles. Dann müssen wir uns noch nicht damit befassen. Darum mache ich da Speichern und dann bin ich da auf meiner Projektübersicht. Also was wir da sehen, ist Projektübersicht und da oben links sehen wir, für welche Domain dass der Website Creator aktiv ist. Der Website Creator ist immer für einen Domainnamen aktiv und ein Domainname ist die Adresse im Internet. Der Domainname von Hostech ist zum Beispiel hostech.ch. Bei euch wird das meinefirma.ch sein zum Beispiel. Und da ich jetzt in einem Demo-Account bin, ist da eine zufällig generierte Domain gewählt worden. Wir haben da Demo und dann irgendeinen Zahlpunkt mywsc.site. Also wenn ihr eine Demo gestartet habt, seht ihr ebenfalls so etwas Ähnliches. Ansonsten steht da schon euer Name von der Webseite drin. Jetzt, wir können mehrere Projekte haben für unsere Webseite und das brauchen wir immer dann, wenn wir eigentlich alles an der Seite mal möchten überarbeiten. Oder anders gesagt, die meisten von euch brauchen das nie, weil ihr habt sowieso einfach eure Webseite online. Wenn es mal irgendwie ein komplettes Design oder Redesign von eurer Seite oder von eurer Brand gibt, dann ist das sehr hilfreich, weil ihr könnt mehrere Projekte haben. Das eine ist online und Besucher sehen das und ihr könnt parallel einfach ein zweites Projekt grossziehen und sobald ihr zufrieden seid, könnt ihr sagen, jetzt soll Projekt 2 online gestellt werden und dann ist Projekt 1 nicht mehr sichtbar online. Also für das braucht ihr Projekte. Mindestens ein Projekt brauchen wir aber,
Und das machen wir hier über Starten Sie Ihr erstes Projekt. Da klicke ich jetzt mal drauf und dann müssen wir dem Projekt einen Namen geben. Ich nenne mein Projekt Webinar, damit ich weiss, wo das ich es erstellt habe. Dann auf Erstellen und dann wird uns da nochmal ein Pop-up angezeigt, wo genau das erklärt, was ich vorher gerade erklärt habe eigentlich, dass man für den Domainnamen, den ihr jetzt habt, mehrere Projekte könnt erstellen. Wenn man eine neue Domain möchte, beziehungsweise eine komplett neue Webseite möchte haben, ein neues Projekt im Sinne von einer neuen Firma oder vielleicht noch für einen Verein, den ihr habt, müsst ihr einen neuen Website-Creator machen. Da wir das wissen, können wir da Meldung zukünftig nicht mehr anzeigen und okay. Nachdem ihr das Projekt erstellt habt, kommt ihr automatisch in die Auswahl der Templates, also der Webseitenvorlagen. Und da ist es wichtig, dass ihr wisst, auf was man ein bisschen achten muss. Meistens lassen wir uns ein bisschen vom ersten Eindruck fehlleiten, beziehungsweise uns spricht gerade das Template an und wir denken, das ist perfekt. Vielleicht ist es aber gar nicht das perfekte Template für uns. Wenn ich jetzt eine Tierpension aufmachen möchte, dann würde ich wahrscheinlich da mich durch die Vorlagen durchschauen. Und irgendwo da unten sehe ich nachher ein Template, das Tierheim heisst. Ich sehe ein Büsi, hilft Tieren in Not als Motto. Und ich würde mich sofort in das Template verlieben und denken, das ist genau das, was ich gesucht habe. Aber ist es das wirklich? Vielleicht nicht. Weil Tierheim ist nur der Name von diesem Template. Das hat überhaupt nichts mit eurer Seite an und für sich nachher zu tun. Das Büsi ist nur ein Bild. Da könnt ihr auch irgendetwas anderes im Hintergrund als Bild haben. Und der Text ist sowieso Text, den ihr bearbeiten könnt. Also all das, was uns gerade angesprochen hat, ist einfach Inhalt, den ihr selber könnt bearbeiten später. Viel wichtiger ist es, auf die Sachen zu achten, die ihr nicht bearbeiten könnt. Das ist nicht viel, aber es gibt durchaus Sachen, die vom Template vorgegeben sind und später nicht mehr von euch bearbeitet werden können. Wir reden hier nicht von Inhalt, sondern vielmehr vom Grundlayout, wo wird etwas angezeigt. Und ich probiere euch das ein bisschen zu zeigen, indem wir nochmal ganz aufgehen. Und auch mal beim ersten Template, wenn wir da drüber fahren mit der Maus und dann auf Vorschau gehen, sehen wir in voller Größe schon mal, wie das Template würde aussehen, wenn wir uns für das entscheiden würden. Und wir haben jetzt hier Linden und Partner. Das wird später unser Logo sein. Nicht genau das, aber an diesem Ort. Also selbstverständlich wird euch ein Logo dort angezeigt. Ihr müsst nicht immer Linden und Partner dort haben, aber es wird an dieser Position angezeigt. Das Gleiche gilt da oben für das Hauptmenü. Das Hauptmenü wird dort oben angezeigt. Keine Angst, ihr könnt auch 5 oder 6 Menüpunkte machen und ihr könnt die auch so benennen, wie ihr wollt. Aber es wird da oben angezeigt. Wenn ihr nur einen Punkt habt, ist der vielleicht in der Mitte. Wenn ihr 5 Punkte habt, wird es halt ein bisschen breiter. Aber es wird da oben horizontal euer Menü dargestellt werden. Diese beiden Sachen kommt immer euer Inhalt rein, aber er wird dort angezeigt, was das Template das vorgesehen hat. Also Logo und Menü. Tönt euch also vor allem auf diese beiden Sachen achten, wenn ihr euch für ein Template entscheidet. Wenn wir jetzt aus dieser Vorschau rausgehen, klicken wir hier oben auf Schließen. Und wir schauen gerade mal noch das zweite Template an. Das ist unser Architekten-Template. Das ist ziemlich anders aufgebaut. Wir haben hier auch das Logo oben links, aber das Menü ist das mal auf der linken Seite. Oder anders gesagt, der ganze linke Bereich ist automatisch eingesetzter Inhalt mit eurem Logo und eurem Menü. Auf der rechten Seite haben wir dafür all das, was wir beliebig bearbeiten können. Wenn wir da kein Bild möchten, nehmen wir es raus. Wenn wir da ein Formular möchten, tun wir ein Formular rein. Das kommt alles später.
Aber jetzt müssen wir uns darauf konzentrieren, wo ist das Menü und wo ist das Logo. Und bei diesem Template wird das immer in dieser Reihenfolge auf der linken Seite dargestellt werden. Wie gesagt, euer Logo, eure Menüpunkte, aber an diesen Positionen. Auch da wieder schließen. Bitte nie oben rechts im Browser aufs rote Kreuzchen drücken, dann geht ihr aus dem Browser raus und dann müsst ihr euch wieder einloggen. Das könnte ein bisschen mühsam werden. Wir haben immer irgendwo eine Schaltfläche, um etwas wieder zu machen. Das heisst, ihr müsst nie oben rechts aufs rote Kreuzchen drücken. Wir schauen noch ein letztes an. Gerade da das Autogarage AG Template, auch da wieder auf Vorschau. Und da haben wir jetzt nochmal etwas komplett anderes. Das Logo ist zwar da wieder in der Mitte von der Seite platziert. Auch da, es wird euer Logo sein, keine Angst. Aber das Menü ist schon mal einfach nicht sichtbar auf den ersten Blick. Das ist, weil wir da oben links ein sogenanntes Burger-Menü haben. Burger darum, weil es einfach drei Bälkchen sind. Sieht so aus wie Brot, Fleisch, Brot. Wenn wir da draufklicken, kommt nachher das Menü auf der linken Seite rein. Und so etwas eignet sich vor allem dann, wenn ihr nicht wollt, dass die Leute zu viele verschiedene Seiten anschauen. Wenn das Menü oben ist, ist es meistens sehr gut sichtbar und die Leute navigieren eher auf eurer Seite herum. Wenn ihr es auf der linken Seite versteckt hinter dem Burger habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit kleiner, dass Leute mehrere Seiten anschauen. Braucht das Template also vielleicht vor allem dann, wenn ihr möchtet, dass Leute auf dieser Seite, wo sie draufgekommen sind, als erstes verweilen und dort vielleicht gerade etwas kaufen oder euch gerade kontaktieren. Also sogenannte Landingpages, die nur ein einziges Ziel verfolgen. Für das ist das super. Das Menü können wir auch wieder schliessen mit dem Kreuzchen. Und auch hier das Template können wir wieder zumachen, indem wir auf Schliessen da oben rechts klicken. Wie gesagt, wir haben eine grosse Auswahl an Templates. Schaut euch dort durch und wählt das aus, was euch am besten gefällt, was Logo und Menüposition angeht. Jetzt haben wir noch ein paar andere Sachen, zum Teil auch wichtig, zum Teil weniger wichtig. Auf der linken Seite haben wir zum Beispiel Kategorien. Normalerweise haben wir alle angezeigt. Ihr könnt aber auch hier City, Hochzeit, Musik und so weiter auswählen. Braucht es, wenn es euch hilft, aber im Grunde dürft ihr auch dort euch mehr einschränken als euch helfen. Weil zum Beispiel wäre jetzt das Architekt-Template wahrscheinlich bei Design drin. Und wenn ihr euch schon auf Design so festlegt, dann habt ihr halt viel weniger Templates zur Auswahl. Obwohl es ja eigentlich wirklich inhaltlich immer an euch liegt, was dort drauf landet. Also meine Empfehlung ist, lasst alle Kategorien drin und aus allen Templates aussuchen. Wichtiger ist da die Kompatibilität. Nicht ganz alle Templates sind mit dem Online-Shop kompatibel. Also wenn ihr einen Online-Shop machen wollt, tut unbedingt den Haken hier rein. Ihr seht dann, es fallen ein paar weg. Es bleiben immer noch genug Templates zur Auswahl, aber gewisse sind halt nicht für den Online-Shop kompatibel. Wenn ihr momentan noch keinen wollt und später vielleicht einen, tun trotzdem das rein, dann müsst ihr später nicht das Template wechseln. An und für sich ist der Wechsel vom Template keine grosse Sache. Ihr verliert euren Inhalt nicht, das kann einfach genommen werden und in ein neues Template gesetzt werden. Aber ihr müsst Farben und Schriftarten und so halt nochmal neu anpassen, weil die vom Template vorgegeben sind, in erster Linie, bis ihr die halt bearbeitet habt. Was wir auch noch haben, ist hier unten ein Farbfilter. Der ist sehr minimalistisch und wir finden da auch nicht irgendwie rosa oder violett. Im Großen und Ganzen empfehle ich den nicht unbedingt zu verwenden. Wenn ihr schon ein Template gefunden habt und das gibt es vielleicht auch gerade in einer Farbe, angenommen ihr möchtet eure Seite rot machen und ihr findet das Baby-Template am besten, dann nehmt doch das Baby-Template gerade in Rot. Ich sage immer, dann hat schon mal ein Grafiker drüber geschaut und gesagt, mal Rot passt zu diesem Template. Das ist einfach so ein bisschen wie ein Pluspunkt, den ihr habt.
Aber im Endeffekt könnt ihr eure Farben immer selber setzen. Von dem her ist es wirklich egal, welche Farbe da vorgegeben ist am Anfang. Gut, wenn ihr euch für ein Template entschieden habt, ich schaue da schnell durch, ich werde da das Holzwerkstatt-Template nehmen und daraus eine Pizzeria machen. Einfach zum zeigen, Holzwerkstatt, Pizzeria, völlig etwas anderes. Es kommt wirklich nicht darauf an, was das Thema da ist. Ihr könnt alles aus jedem Template machen. Wenn ich also zufrieden bin, kann ich wieder darüber und tue dann auswählen statt Vorschau machen. Und dann wird das Template geladen und dann komme ich automatisch weiter in die Menüstruktur von meiner Seite. Und an diesem Punkt möchte ich euch Zeit geben, vielleicht einen Demo-Account zu erstellen, euch einzuloggen, je nachdem, und dann mal die Templates anzuschauen. Jetzt sind wir hier bei der Menüstruktur und wie ihr vielleicht schon gesehen habt, haben wir da schon diverse Menüpunkte angelegt. Das ist jetzt sehr abhängig davon, welches Template das ihr gewählt habt. In meinem Fall, sind wir da schon eins zu weit, in meinem Fall habe ich die Holzwerkstatt gewählt. Darum habe ich da so Sachen wie Möbel, Bodenbelege und Restauration. Das werden wir jetzt anpassen. Wie gesagt, ich möchte eine Pizzeria machen. Und wir probieren jetzt, das Menü so zu machen, dass es eben auch für eine Pizzeria stimmt. Die Home-Seite lassen wir sicher mal. Die anderen schauen wir nachher, wie wir die bearbeiten können. Bevor wir aber die Seite bearbeiten, schauen wir uns die ganze Übersicht an, was wir da überhaupt machen können. Wir haben hier ein Hauptmenü und weiter unten haben wir ein sekundäres Menü. Und der Unterschied bei denen ist, dass das Hauptmenü meistens sehr präsent, meistens oben oder links bei der Webseite angezeigt wird und sehr schnell darauf zugegriffen werden kann. Dort innen soll alles, wo ihr euch ein Ziel erreicht, also dort, wo ihr Geld verdient oder dort, wo ihr Mitglieder werbt für einen Verein, dort, wo ihr Kontaktanfragen für Lead-Generierung sammelt. All das soll ins Hauptmenü. Ins sekundäre Menü sollen Sachen, die zwar auch wichtig sind, unwichtige Sachen lassen wir ganz weg, auch wichtig sind, aber euch ein Ziel nicht näher bringen. Zum Beispiel kommen dort rein Impressum, Datenschutz, AGB. Das sind Sachen, die zwar wichtig sind, aber es bringt euch nichts, wenn irgendeiner von euren Besuchern eure AGB auswendig lernt. Darum wird das ins sekundäre Menü kommen. Was ebenfalls ins sekundäre Menü reinkommt, sind Social Media Links. Social Media ist zwar, oder kann zumindest sehr zielführend sein, allerdings stimmt da die Richtung nicht. Ihr möchtet Leute über Social Media zu euch holen und nicht von eurer Seite auf Social Media schicken. Wenn ihr auf Facebook verlinkt und das sehr prominent ist, könnt ihr davon ausgehen, dass ziemlich viele Leute draufklicken. Und wenn ihr auf Facebook verlinkt, dann klickt jemand drauf, muss zuerst 15 Nachrichten beantworten und hat nachher schon wieder vergessen, dass er eigentlich bei euch auch etwas machen wollte. Darum probieren wir eher, die Links ein bisschen dezent zu verstecken. Die Leute, die es wollen, finden es. Aber wir dürfen die Leute nicht darauf auflöpfen, dass sie jetzt sollen auf Facebook gehen sollen. Darum im sekundären Menü. Wenn wir jetzt auf dieser Ansicht sind, sehen wir verschiedene Spalten. Und in der ersten Spalte, die keinen Titel hat, haben wir wieder so drei Bälkchen. Und mit dem tun wir die Reihenfolge vom Inhalt verschieben. Und das Ganze funktioniert mit Drag and Drop. Das heisst, ich klicke drauf, behalte die Maus geklickt und ziehe dann das Element an eine andere Position. Sobald ich zufrieden bin, lasse ich einfach los. Und so haben wir jetzt Unternehmen von ganz oben hier runtergeschoben. Wir machen das gerade nochmal schnell rückgängig. So.
Was man auch machen kann, ist Elemente von links nach rechts ziehen. Zum Beispiel Kontakt da rüber ziehen. Und ihr seht, es verändert sich die Ansicht. Und sobald es da so blau wird, wird es ein Unterpunkt vom Punkt, der oben dran ist. In diesem Fall Unternehmen. Und das sieht dann so aus. Also jetzt ist Kontakt ein Unterpunkt von Unternehmen. Und was das bedeutet ist, wenn ich jetzt auf meine Webseite würde, dann sehe ich im Menü Home, hoppla, Home, Produkteportfolio, Unternehmen. All die Punkte, die untergeordnet sind, sehe ich nicht auf einen Blick. Wenn ich aber mit dem Mauszeiger über Produkteportfolio fahre, sehe ich die drei Unterpunkte, die nachher so als Liste unten rausfahren. Das Gleiche gilt dann auch für Kontakt, wenn ich auf Unternehmen drauf gehen mit dem Mauszeiger. Wenn ich jetzt wieder möchte, den Punkt zu einem Hauptpunkt machen, ziehe ich den Punkt einfach nach links. Und dann ist er wieder auf der Hauptebene. Weiter haben wir hier eine Spalte mit Menütitel. Das ist der Titel, der angezeigt wird im Menü. Also, wie schon gesagt, momentan sagt man Home, Produkteportfolio, Unternehmen und jetzt auch wieder Kontakt. Das ist der Titel, der im Menü als Menüpunkt angezeigt wird. Dann haben wir diverse Eigenschaften. Wir haben eine Reihe mit Häuschen. Eins davon ist dunkel, also schwarz, in diesem Fall Home. Das ist die Startseite. Ihr könnt die Startseite beliebig vergeben. Ihr könnt auch sagen, dass Unternehmen soll die Startseite sein, indem ihr einfach da draufklickt. Und jetzt ist Unternehmen die Startseite. Die Startseite ist die Seite, die angezeigt wird, wenn jemand nur euren Domainnamen eingibt. Also meinewebsite.ch ohne Schrägstrich Kontakt oder irgendetwas hinten dran. Dann ist es die Startseite. Wir lernen das lieber mal auf Home. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Dann haben wir ein Auge. Mit dem Auge könnt ihr steuern, ob ein Menüpunkt sichtbar ist oder nicht. Achtung, sichtbar ist nicht zu verwechseln mit im Internet. Sichtbar bedeutet im Menü angezeigt. Jede Seite, die ihr erstellt, wird im Menü da aufgelistet, aber ihr könnt sagen, dass eure Besucher das im Menü nicht sehen sollen. Vielleicht momentan noch etwas verwirrend, aber ich habe ein Beispiel, das euch da dabei helfen kann. Angenommen, ihr schreibt jede Woche einen Newsbeitrag oder einen Blogbeitrag, dann landet das da irgendwo immer in der Menüstruktur. Ihr möchtet aber nicht, dass es auf der Webseite jeden Beitrag im Menü anzeigt. Stellt euch vor, nach einem Jahr 52 Beiträge, dann ist das Menü völlig überfüllt. Stattdessen möchtet ihr vielleicht lieber einen Menüpunkt haben, der News heisst oder Blog und von dort aus auf die versteckten Inhalte verlinken. Versteckt in dem Sinn, es ist im Menü nicht mit einem Klick erreichbar, aber es ist trotzdem im Internet. Das sehen wir dann im Editor, wenn wir anschauen, wie wir verschiedene Seiten verlinken können. Dann haben wir hier eine Reihe mit Schlössli. Normalerweise ist das offen. Wenn ich ein Schlössli zumache, dann ist es passwortgeschützt. Das heisst, diese Seite kann jetzt nicht mehr einfach so aufgerufen werden, sondern nur, wenn man Benutzernamen und Passwort kennt. Wir kommen recht am Schluss des Webinars dazu, wie ihr Benutzer anlegen könnt. Für einen Moment könnt ihr einfach mal Schlössli setzen, wenn ihr das braucht. Die meisten Leute brauchen das auch gar nicht. Es ist vielleicht interessant für einen Verein, der einen Mitgliederbereich hat oder einen Vorstandsbereich. Dann könnt ihr das schon mal machen. Ansonsten müsst ihr das natürlich nicht unbedingt nutzen. Dann haben wir hier eine Reihe mit Typen. Es gibt drei Haupttypen. Zum einen Inhaltsseiten, die werdet ihr am meisten brauchen. Das braucht ihr immer dann, wenn eure Seite von euch selber mit Inhalt befüllt wird. Also eigentlich jede Seite von eurer Webseite. Alternativ gibt es auch externe Links und Social Media Links. Die sind recht ähnlich. Sie bedeutet sozusagen, dass ihr auf eine andere Seite, die im Internet ist, verlinkt und der Benutzer eure Webseite verlässt. Das braucht ihr
eher selten einen externen Link. Braucht ihr vielleicht, wenn ihr auf einen Partner möchtet, verlinken. Und einen Social Media Link braucht ihr meistens eben im sekundären Menü da unten, wenn ihr auf eure sozialen Profile möchtet verlinken. Facebook, Twitter, Instagram und so weiter. Das könnt ihr alles mit einem Social Link machen. Ganz hinten haben wir da noch eine Reihe mit Weltkugeln. Wenn wir die Weltkugel sehen, die ist immer grün, wenn wir eine grüne Weltkugel sehen, dann wird die Seite ins Internet gestellt und ist somit nach der Veröffentlichung sichtbar. Wenn wir das nicht möchten, also wenn wir vielleicht schon ein Produkt planen wollen, das vielleicht in 2 Monaten auf den Markt kommt bei uns, aber noch nicht möchten, dass alle davon wissen, dann können wir da draufklicken, zum Beispiel vielleicht Restauration, die ich noch nicht anbiete. Dann kann ich draufklicken und dann landet die Seite im Entwurfsmodus. Solange eine Seite im Entwurf ist, seht ihr sie als Besitzer der Seite schon, aber alle Besucher sehen die Seite nicht. Als letztes haben wir dann noch 3 Pünktchen. Ich mache die schnell da oben auf. Und da haben wir weitere Möglichkeiten. Einstellungen, SEO, da kommen wir in die Einstellungen von diesem Menüpunkt. Das erreicht ihr auch, wenn ihr da auf den Menütitel vorklickt. Dann könnt ihr Seiten kopieren und das tut eine 1:1 Kopie von diesem Menüpunkt erstellen. Das heisst, auch wenn ihr Inhalte in dieser Seite habt, wird der mitkopiert. Und das ist sehr nützlich. Wenn ihr zum Beispiel 7 verschiedene Produkte habt, tut doch zuerst 1 Produkt so gestalten, wie ihr es gerne hättet. Und dann immer eine Kopie davon anlegen, dann spart ihr euch den ganzen Gestaltungsaufwand. Dann müsst ihr nur noch den Text anpassen, Bilder anpassen und dann habt ihr schon euch ein neues Produkt online. Also sehr, sehr gut die Funktion, wenn man möchte, Zeit sparen, wenn es darum geht, eben mehrere ähnliche Seiten anzulegen. Dann haben wir auch im Editor bearbeiten. Das brauchen wir jetzt gerade noch nicht, zu dem kommen wir im nächsten Schritt. Das ist dann eben der Inhalt, der eigentliche Inhalt von der Seite bearbeiten. Was für Text, was für Bilder, Videos, Kontaktformular, Google-Karten und so weiter. Und dann können wir die Seite da auch als Startseite setzen. Da hinten sind es 2 Klicks, davor ist es 1 Klick. Ihr könnt euch den Klick sparen und gerade davor aufs Häuschen klicken. Aber es ist natürlich euch überlassen, welche Funktion ihr lieber habt. Und als letztes können wir noch Menüpunkte löschen. Jeder Menüpunkt kann gelöscht werden, außer die Startseite. Darum ist das jetzt ausgeraut, weil die Startseite kann nicht gelöscht werden. Ihr braucht mindestens immer eine Seite und jede Seite braucht jede Webseite braucht eine Startseite. Darum könnt ihr die nicht löschen. Wenn ihr die möchtet löschen, müsst ihr zuerst eine neue Startseite erstellen, dann ein Häuschen an einem anderen Ort setzen und dann könnt ihr den Menüpunkt löschen. Jetzt, das Interessanteste für euch ist sicherlich das Erstellen von einer neuen Seite, von einem neuen Menüpunkt. Und das finden wir hier oben, neuer Menüpunkt. Und ihr bekommt ein ganz einfaches Formular zur Verfügung gestellt, das ihr ausfüllen könnt. Es gibt, wie gesagt, 3 verschiedene Typen. Inhaltsseite, Link und Social Link. Meistens braucht ihr eben Inhaltsseite, wenn ihr selber möchtet, den Inhalt schreiben. Der Link ist für eine Partnerseite und der Social Link für ein soziales Netzwerk. Wir behalten mal Inhaltsseite und dann müssen wir da als erstes den Menütitel ausfüllen. Ich möchte eine Pizzeria machen und dann brauche ich vielleicht eine Seite, die Speisekarte heisst. Mit dem Layout entscheidet mir, wie das die Seite soll aussehen später. Splash braucht ihr immer dann, wenn ihr mit einem grossen Bild möchtet, einen ersten Eindruck schaffen. Splash ist ein Bild, das so hoch ist wie der Bildschirm. Das heisst, egal wie gross der Bildschirm ist, das Bild füllt immer den ganzen Bildschirm und darauf habt ihr einen Titel. Das braucht ihr wirklich so für Landingpages, wo ihr zuerst mal möchtet, einen visuellen Eindruck machen. Wenn der Benutzer nachher abscrollt, dann kommt der normale Inhalt von der Seite. Bei grosser Header
ist es einfach ein grosser Balken, der oben angezeigt wird mit einem Bild und Titel drin und nachher folgt gerade der Inhalt. Das gleiche bei kleiner Header, einfach, dass der Balken schmaler ist und kein Header ist ohne einen Balken, es fällt direkt der Inhalt an. Das braucht ihr dann, wenn ihr nicht möchtet vom eigentlichen Inhalt ablenken, also wenn man direkt anfangen soll. Wikipedia hat zum Beispiel nie zuoberst gerade ein Bild, sondern es fängt direkt an mit der Erklärung zum Begriff. Wenn ihr so etwas Ähnliches wollt haben, kein Header, ist dann die richtige Wahl. Es gibt insgesamt 5 verschiedene Layout-Typen. Nicht alle Typen sind in jedem Template verfügbar. Ihr seht, ich habe auch nur 4. Der letzte, was es noch gibt, ist Vollbild. Und Vollbild ist sehr ähnlich wie ein Splash. Es füllt ebenfalls den Inhalt, also den ganzen Bildschirm, mit einem Bild. Allerdings rutscht der ganze Text über das Bild drüber beim Scrollen. Also es ist viel mehr ein Hintergrundbild als so ein Kopfbild, so ein Hauptbild, das oben im Inhalt ist. Für meine Speiskarte möchte ich eine kleine visuelle Impression haben, vielleicht irgendwie eine feine Pizza. Aber ich brauche nicht ein gigantisches Bild, das vom eigentlichen Inhalt ablenkt. Darum nehme ich hier kleiner Header. Dann sehr wichtig, was ich immer empfehle, ist Seiten mit Beispielinhalten erstellen. Wenn ihr das nicht möchtet, dann fängt ihr einfach mit einer weißen Seite an. Und ich habe es auch noch gerne, wenn irgendein Grafiker mir den Inhalt schon ein bisschen vorstrukturiert hat. In diesem Fall unsere Grafiker. Also einfach mit importiert mit dem Menüpunkt. Wir können immer noch alles, was dort drin ist, nachher rauslöschen und neue Sachen hinzufügen. Es schränkt uns nicht ein. Es tut uns eher einen schönen Start geben, damit wir nicht bei Null anfangen müssen. Darum unbedingt das auch rein tun. Was wir jetzt auch noch haben, ist da unten die Suchmaschinenoptimierung. Dort schauen wir erst später an, was wir einstellen können. Wir müssen allerdings jetzt schon einen Seitentitel rein tun und ein guter Anfang ist, da immer das gleiche reinzuschreiben wie beim Menütitel. Also Speisekarte. Wenn ich das habe, würde ich im Normalfall Speichern drücken und dann sind wir parat mit dieser Seite. Ich drücke jetzt nicht Speichern, sondern wir schauen noch schnell die anderen Typen an. Da haben wir Link. Da wird viel, viel weniger Information von uns gefordert. Wir brauchen nur noch einen Menütitel, also was soll im Menü angezeigt werden, und einen Link. Und beim Link ist es so, dass das eine valide, eine korrekte URL muss sein. Und eine URL, das ist die Webadresse, die ihr oben dran im Browserfenster oben jeweils seht. Und die fängt an mit https, Doppelpunkt, Schrägstrich, Schrägstrich und so weiter. Also sehr kompliziert. Tönt das lieber nicht abtippen, sondern klickt einfach auf in der entsprechenden Seite, also in die Adresszeile rein, tönt das kopieren mit Ctrl-C oder Rechtsklick kopieren, wenn ihr auf einem Mac sind, mit Kommando-C. Dann habt ihr sie in der Zwischenablage und dann könnt ihr sie in diesem Feld mit Ctrl-V oder Rechtsklick einfügen, auf einem Mac mit Kommando-V. Und dann habt ihr da ganz sicher einen korrekten Link drin. Auf der rechten Seite haben wir auch noch Einstellungen. Das meiste können wir auch nachher beim Menü sowieso wieder einstellen. Wichtig ist aber da die unterste Option, in neuem Fenster öffnen. Das wollen wir immer machen, wenn eine Seite verlinkt wird, die nicht von uns selber ist. Also eigentlich immer, wenn wir da beim Typ Link oder Social Link haben. Social Link repräsentiert zwar unser Unternehmen auf einem sozialen Netzwerk, ist aber trotzdem eine externe Seite und wir möchten im Idealfall ein neues Fenster aufmachen, damit, wenn der Benutzer das Fenster schließt, er wieder bei uns landet. So minimieren wir die Wahrscheinlichkeit, dass er uns komplett vergisst. Also unbedingt bei einem externen Link in neuem Fenster öffnen. Der letzte Typ, den wir haben, ist der Social Link. Es wird wieder ein bisschen komplizierter, aber immer noch sehr einfach. Wir müssen hier den Menütitel auswählen, welches soziale Netzwerk wir verlinken möchten
Und am interessantesten ist die Anzeige. Wir können nämlich sagen, wir möchten nur ein Icon anzeigen und dann wird nur noch bei Facebook das Facebook-F angezeigt. Und das reicht, damit die Benutzer, also unsere Besucher, wissen, was sich hinter diesem Link verbirgt. Jeder kennt das Facebook-Icon. Wenn wir etwas anderes nehmen, bei Twitter ist es zum Beispiel das Vögeli. Wenn wir Instagram haben, dann ist es der Fotoapparat. Also es sind sehr, sehr einprägsame Icons, die wir sowieso schon kennen. Und ganz ehrlich, wenn es jemand nicht kennt, dann interessiert ihn der Link auch nicht. Also es ist wirklich perfekt. Es ist platzsparend, es sieht schön aus und die Leute, die es interessiert, erkennen die Icons. Man muss also gar nicht mehr im Menütitel unbedingt hinschreiben, dass das jetzt Facebook ist. Also wirklich sehr praktisch. Ich tue jetzt noch schnell das umbenennen, damit ich trotzdem da etwas Sauberes habe. Da Instagram. Und ihr müsst dann nur noch ergänzen. Bei uns wäre das Hostech Underline GmbH. Tönt euch sehr gerne folgen, da haben wir Freude. Und auch da sehr wichtig, tönt die Seite in einem neuen Fenster öffnen. Es ist euer Unternehmen, das da dahinter verborgen ist, aber Instagram ist nicht euer Unternehmen. Das heisst, ihr möchtet es in einem neuen Fenster öffnen. Wenn wir zufrieden sind, können wir hier Speichern drücken, Menüpunkt erstellt und dann kommen wir zurück auf die Struktur. Und dann sehen wir, dass da unten der Menüpunkt hinzugekommen ist. Wir wollen das jetzt vielleicht im sekundären Menü haben. Dann nehmen wir den einfach ab und verschieben den ins sekundäre Menü. Ist vielleicht an diesem Bildschirm nicht so einfach. ihr wisst, was ich meine. Also am besten Social Links im sekundären Menü haben. Das Letzte, was ich euch hier möchte zeigen, ist das Bearbeiten von Menüpunkten. Für das klickt ihr am besten einfach auf den Titel drauf und ihr seht, es ist genau das gleiche Formular, wie wir schon beim Erstellen von einer Seite hatten. Mit einem kleinen Unterschied, ihr könnt nicht mehr den Typ ändern. Der Typ kann nur geändert werden beim Erstellen von einer Seite, weil man wüsste sonst nicht, wo kommt der Inhalt hin oder wo kommt der Inhalt her. Also die sind einfach nicht austauschbar, die Typen. Ansonsten habt ihr genau die gleiche Ansicht wieder. Gut, und als nächstes kommen wir in Editor. Damit wir in Editor reinkommen, klicken wir einfach da oben auf Editor. Und wir landen automatisch auf der zuletzt bearbeiteten Seite von unserem Projekt. Wenn ihr das erste Mal in Editor kommt, seht ihr auch hier ein Pop-up. Das können wir hier mit einem Kreuzchen schliessen. Das erkläre ich alles während diesem Webinar. Bevor wir uns da ins Gefecht stürzen mit allen Elementen, schauen wir zuerst die Elemente an, die nicht bearbeitbar sind bis in alle Fantasie, und zwar eben das Logo und das Menü. Gerade vorweg, das Menü können wir im Editor gar nicht mehr bearbeiten. Die Menüpunkte tun wir unter Menüs definieren und die werden einfach noch da eingefügt. Schriftart und Farbe können wir später dann noch anpassen, aber die Menüpunkte an und für sich, die sind jetzt schon fix vorgegeben. Als erstes möchten wir das Logo bearbeiten und das ist bei mir da oben Holzwerkstatt. Und um das bearbeiten, gehen wir da aufs Zahnrad. Als erstes sehen wir hier beim Typ, dass wir etwas auswählen können. Und da ist jetzt wichtig, dass ihr euch entscheidet, ob ihr ein Textlogo oder ein Bildlogo möchtet haben.
Die meisten werden das Bildlogo wählen, wenn irgendeine Agentur oder ein Grafiker oder vielleicht ihr selber schon ein Bild designt habt, wo ich ein Logo darstellen soll. Meistens haben wir das sowieso vielleicht am Schaufenster oder am Auto schon dran, vielleicht auf Werbeartikel. Darum habt ihr sowieso in den meisten Fällen schon ein Bild. Falls ihr noch nichts habt, dann ist das Textlogo optimal für euch. Dann könnt ihr einfach da rein tippen und anfangen zu schreiben und einmal den Namen von eurer Firma rein tun. Für die meisten wird Bildlogo aber das Richtige sein. Bei mir ist jetzt da, weil mein Template kein Bildlogo hat, irgendein anderes Bildlogo reingeladen worden. Da jetzt vom Bio-Bauernhof Template. Jetzt ist das Wichtigste natürlich, dass wir unser eigenes Logo dort reinbekommen. Wir müssen aber noch schnell Geduld haben, weil ich möchte da gerne Schritt für Schritt vorwärts gehen. Als erstes sehen wir da Logo auf dieser Seite sichtbar. Wichtig, das Logo wird über alle eure Seiten synchronisiert. Das heisst, wenn ihr es auf irgendeiner Seite anpasst, wird es auf allen anderen Seiten auch angepasst. Außer diese Option. Die Option ist wirklich nur für diese Unterseite. Ihr könnt das Logo theoretisch für einzelne Unterseiten ausblenden. Meine Empfehlung ist aber, es immer anzuzeigen, weil man braucht recht viel Kontakt mit einer Marke, bis man sich mit der identifizieren kann. Und das Logo ist so ein Kontakt und es wäre schade, wenn wir die Kontakt minimieren würden, weil wir das Logo nicht mehr zeigen. Das Logo soll also unbedingt auf jeder Seite drauf sein. Zwar klein und dezent, zuoberst, aber es soll rum sein. Dann auch sehr wichtig, wir möchten das Logo mit der Startseite verlinken. Das ist so ein Standard im Internet und Standards sind eigentlich immer gut, wenn man die einhaltet. Also wenn jemand auf das Logo draufklickt, kommt er zurück auf die Startseite. Das sind sich viele Leute gewöhnt und darum wollen wir eigentlich das immer aktivieren. Jetzt, das nächste ist das Ersetzen von unserem Logo. Und für das drücken wir da entweder auf Ändern drücken oder auf das Vorschaubild. Dann öffnet sich unsere Mediathek. Die Mediathek wird euch immer wieder begegnen im ganzen Website Creator. Die Mediathek ist eure zentrale Dateiverwaltung und alles, was irgendeine Datei ist, egal ob Bild, Musik, PDF, Word-Dokument, Excel, Tabellen, alles, was eine Datei ist, kommt in die Mediathek rein. Und ihr könnt theoretisch mal das, was ihr braucht, alles aufladen und dann habt ihr von der ganzen Welt aus Zugriff auf all die Dateien im Website Creator. Ihr könnt, wenn ihr wollt, neue Ordner erstellen. Aber am interessantesten ist wohl das Aufladen von Dateien. Das könnt ihr entweder einfach von eurem Windows Explorer da reinziehen. Auf dem Mac ist es der Finder. Oder wer es lieber klassisch möchte, kann da Computer durchsuchen. Auch das öffnet einfach den Windows Explorer oder eben auf dem Mac den Finder. Und dann könnt ihr eure Dateien dort auswählen und OK drücken. Dann werden die aufgeladen. Sehr praktisch ist auch zuletzt hinzugefügt. Da seht ihr automatisch immer die Dateien, die zuletzt aufgeladen worden sind. Das sind meistens auch die Dateien, die ihr gerade möchtet verwenden. Und ganz speziell bei uns, gratis Bilder. Ihr habt da eine grosse Bibliothek an Bildern, wo ihr das Nutzungsrecht habt. Das heisst, ihr verletzt nicht das Urheberrecht, wenn ihr diese Bilder verwendet. Wie ihr sicher wisst, dürft ihr nicht einfach im Internet irgendwo Bilder kopieren. Das ist eben Urheberrechtsverletzung. Darum haben wir euch da eine Bibliothek an Bilder zusammengestellt, die ihr dürft verwenden, ohne dass ihr irgendwie euch strafbar macht mit der Verwendung von denen. Auch da tun wir immer mehr Bilder aufladen. Wir können natürlich nicht in jedem Themenbereich 1000 Bilder haben, aber wir probieren immer, möglichst viele verschiedene Themen abzudecken. Ich nehme jetzt auch mein Logo von da. Wir haben hier nämlich einen Ordner mit Logos und Icons. Da ich leider kein Pizzeria-Logo für meine Pizzeria habe, nehme ich einfach einmal ein anderes Logo. Und zwar vielleicht das. Und dann tue ich einfach mit hinzufügen, bestätige, dass ich das möchte wählen.
Selbstverständlich würdet ihr das eben bei zuletzt hinzugefügt, zum Beispiel durch ein eigenes Logo wählen und dann hinzufügen. Und jetzt ist da mein eigenes Logo drin. Also jetzt haben wir das Logo erfolgreich ersetzt. Das Ganze sieht jetzt noch ein bisschen komisch aus. Wir haben da vor allem noch eine Hintergrundfarbe drin, die nicht wirklich passend ist. Wir können die anpassen auf braun, grau oder weiß. Je nach Template sind die Farben, die euch da zur Verfügung stehen, anders. Und wir sehen nachher im Gestaltungsteil auch noch, wie dass ihr eure eigenen vier Farben definieren könnt. Auch wenn jetzt weiß würde gut aussehen, empfehle ich euch stattdessen, da mit dem Kreuz die Farbe komplett zu entfernen. Dann wird der Hintergrund transparent und egal, was im Hintergrund der Kopfzeile jemals wird sein, wird das Logo schön drüber gelegt, ohne dass es nachher zum Beispiel eine weiße Box im Hintergrund hat. Also transparent ist meistens gut, wenn ihr auch ein Logo habt, das einen transparenten Hintergrund hat. Bei Grösse und Innenabstand können wir mit Pixelwert arbeiten. Wer lieber möchte nach Augenmaß arbeiten, hat da auch die Möglichkeit, wenn wir da drüber fahren mit der Maus, dass einfach die blauen Balken per Drag and Drop einfach nach Belieben zu verändern. Was wir auch als Möglichkeit haben, ist da, dass wir Ränder machen, also einen Rahmen ums Logo herum. Wir können auch die Ecken abrunden für in unserem Logo. Wir können auch die Farbe von diesem Rahmen noch ändern und wir könnten auch einen Schatten rundherum anzeigen. Ich weiss, es sieht jetzt nicht schön aus, aber es soll auch nur dafür gut sein, um euch zu zeigen, was es für Möglichkeiten gibt. Weil meine Empfehlung wäre, kein Rahmen und kein Schatten, keine Hintergrundfarbe. Tönt einfach das Logo aufladen, wie ihr das eben von einer Agentur, von einem Grafiker oder auch von euch selber schon habt und fertig. Weil wenn der Grafiker, der das Logo gemacht hat, einen Schatten hat wollen, dann hat er den Schatten schon gemacht. Wenn er eine Hintergrundfarbe hat wollen, hat er die Hintergrundfarbe auch schon gemacht. Wenn er einen Rahmen hat wollen, hat auch der Grafiker können schon einen Rahmen machen. Also mit jedem Designelement, das ihr da hinzufügt, tünt ihr eigentlich am Grafiker ein bisschen reinpfuschen. Und das möchte man meistens verhindern, weil zumindest ich bin kein Profi auf diesem Gebiet und ich möchte nicht eigentlich am Grafiker seine Arbeit verunstalten. Darum empfehle ich wirklich, wir machen da keine Ränder, keine runde Ecken, keine Farbe und keine Schatten. Und dann können wir einfach wegklicken. Dann verschwindet auch da die gestrichelte Linie rundherum und so ist unser Logo super gesetzt in unserer Seite. Dann kommen wir eben da zum Menü, das wir jetzt nicht mehr bearbeiten können. Wenn wir da drauf klicken, ändern wir die Seite. Und da ist wichtig, tünt, bevor ihr eine andere Seite besucht, immer zuerst speichern. Und zum Speichern klicken wir da oben auf die Diskette und tünt lieber zu viel speichern als zu wenig. Ihr habt gerade vorgesehen, die Meldung ist schon mal gekommen. Es tut alle paar Minuten automatisch speichern, aber besser ist doch, wenn ihr aktiv an mich noch speichert, dass wenn wir jetzt hier auf eine andere Seite gehen, dass wir wissen, dass die Startseite jetzt gespeichert ist. Wie ihr seht, hat sich jetzt auch das Logo auf dieser Seite angepasst. Das ist, weil das Logo das globale Element ist, das einmal anpasst, auf jeder Seite nachher so aussieht. Gehen wir nochmal zurück zu der Startseite und wir schauen noch ein anderes Element an. Und zwar das Hauptbild. Ihr habt immer da unten rechts im Bild so einen Fotoapparat. Wenn ihr draufklickt, öffnet sich da wieder eine Einstellungsbox.
Das Gleiche passiert auch, wenn ihr da oben auf Header Hauptbild klickt. Dann kommt ebenfalls die Box zur Vorschau. Da haben wir eine Funktion, die euch sehr, sehr viel Zeit ersparen kann. Vielleicht möchtet ihr, dass der ganze Kopfbereich auf mehreren verschiedenen Seiten gleich aussieht. Dann könnt ihr mit Vorlagen arbeiten. Und für das könnt ihr einfach neue Vorlagen erstellen, dann bearbeiten und dann habt ihr all die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten wieder. Allerdings haben wir die jetzt in einer Vorlage gespeichert und könnt in Zukunft einfach nur noch sagen Vorlage 1 und dann werden alle Einstellungen gerade geladen von dieser Vorlage. Also wirklich sehr zeitsparend. Jetzt sehen wir hier, wir haben eine Hintergrundfarbe und ein Hintergrundbild. Und wichtig ist zu wissen, im Web ist die Hintergrundfarbe immer hinter dem Hintergrundbild. Das heisst, sobald ihr ein Hintergrundbild habt, sieht man die Hintergrundfarbe nicht mehr. Ein bisschen abhelfen können wir mit dem Regler hier. Wir können den weiter abziehen und dann kommt im Hintergrund die Farbe wieder zum Vorschein. Ich beweise euch das schnell, indem ich da zum Beispiel das Rot mache. Jetzt sehen wir, dass es da rot durchscheint. Im Normalfall wollt ihr aber eine Kontrastfarbe zu der Schrift haben. In meinem Fall habe ich jetzt weiße Schrift, dann möchte ich einen schwarzen Hintergrund und dann dass es so weit abdunkeln, bis ich die Schrift wirklich gut lesen kann. Also vielleicht so. Jetzt, sehr wichtig, Bildskalierung. Ah, übrigens, zum Hintergrundbild ändern, genau gleich wie beim Logo, gehen wir auch hier auf Ändern. Die Mediathek öffnet sich, wir können wieder irgendetwas wählen, was uns gefällt. Ich wähle jetzt hier vielleicht einmal das Bild zum Beispiel. Und jetzt haben wir hier den schönen Bokeh-Effekt im Hintergrund. Bildskalierung, da gibt es drei Möglichkeiten. Originalgröße, Füllen und Einpassen. Originalgröße braucht ihr sehr, sehr selten. Originalgröße tut das Bild auf eurer Webseite genau so gross anzeigen, wie das Bild wirklich gefotet worden ist oder abgespeichert worden ist. Und wenn ihr das mit einer Spiegelreflexkamera, die etwas kann, gemacht habt, dann hat das Bild 24 Megapixel mindestens. Und das sind 24 Millionen Pixel, also etwa 6000 x 4000 Pixel gerundet. Und so ein Bildschirm hat eher 1000 x 2000 Pixel. Das heisst, ihr habt, wenn man schnell rechnet, etwa ein Zwölftel vom Bild, das ihr nur noch seht. Und das ist sehr wenig, weil das Bild ist viel grösser als der Bildschirm und es wird halt nur noch der kleine Ausschnitt gezeichnet. Allgemein, ladet nicht zu grosse Bilder auf. Ihr habt das sicher auch schon gesehen auf einer Seite, wenn das Bild so langsam lädt. Das ist, wenn das Bild allgemein einfach zu viel Dateimenge hat, also zu viel Datenmenge, die einfach nicht fürs Web optimiert ist. Aber wie gesagt, ihr habt hier etwa 1000 x 2000 Pixel. Das ist ein guter Richtwert für die maximale Bildgröße. Alles, was grösser ist, ist meistens nicht mehr unbedingt fürs Web optimiert. Also das ist Originalgröße. Füllen garantiert euch, dass die ganze Fläche, wo das Bild soll dargestellt werden, vom Bild bedeckt wird. Bedingt allerdings oder bringt mit sich, dass gewisse Teile vom Bild abgeschnitten werden. Stellt euch vor, es gibt nur eine einzige Bildschirmgröße, wo das Verhältnis, das Seitenverhältnis von eurem Bild, genau gleich ist wie das Seitenverhältnis von dem Bereich, wo das Bild soll dargestellt werden. Auf allen anderen Bildschirmgrössen muss irgendwo etwas vom Bild abgeschnitten werden. Ihr könnt mit der Bildposition entscheiden, wo das abgeschnitten wird. Alles, was grau ist, darf abgeschnitten werden. Also momentan dürfte links, rechts und unten abgeschnitten werden. Ich sage automatisch
an dem Bild jetzt, dass es oben am wichtigsten ist, weil oben darf es nicht abschneiden. Oben in der Mitte ist das Wichtigste. Ich kann auch das in die Mitte setzen und sagen, in der Mitte vom Bild ist der wichtigste Teil. Also dann darf es überall abschneiden, aber es schneidet immer gleich viel ab. Wenn ich jetzt das unten setze, dann wird es nur noch oben abgeschnitten und links und rechts. Wir sehen jetzt hier bei links und rechts, dass sich das Bild leicht verschiebt. Das ist, weil momentan wird es in der Höhe sowieso eingepasst und nur in der Breite muss es abschneiden. Auf dem Smartphone wäre das wahrscheinlich genau umgekehrt, weil dann wird es schmaler. Beziehungsweise, auf dem Smartphone wäre es auch so, aber wenn jetzt der Bildschirm höher wäre, dann würde es in der Breite irgendwann reinpassen, müsste aber in der Höhe entsprechend gekürzt werden. Also wählt da immer einen Bildausschnitt aus, den ihr unbedingt möchtet sichtbar haben, der nicht darf abgeschnitten werden vom Browser. Die letzte Option, die wir haben, ist Einpassen. Und das braucht ihr auch sehr selten. Einpassen garantiert, dass das ganze Bild sichtbar ist, bedingt aber, dass es irgendwo Leerräume gibt, wo kein Bild dargestellt wird. Ich mache das jetzt einfach einmal und wenn wir jetzt da die Hintergrundfarbe etwas anders anzeigen, dann sehen wir jetzt, dass es da unten einen braunen Balken gegeben hat. Bei diesem Bild ist es jetzt gar nicht einmal so schlimm, weil das Seitenverhältnis anscheinend auf diesem Bildschirm recht genau passt. Wenn wir aber ein anderes Bild auswählen, sehen wir sicher sehr gut, dass es eben nicht immer optimal aussieht. Zum Beispiel da. Wir haben jetzt hier recht breite Balken links und rechts, wo einfach nur der Hintergrund sichtbar ist und das Bild nicht mehr, weil das ganze Bild dafür sichtbar ist. Also in den meisten Fällen ist Füllen das Richtige, dann füllt es alles schön und schneidet auch gleichmäßig ab. Also das wäre meine Empfehlung für Hintergrundbilder. Dann haben wir auch die Möglichkeit zu der Bildwiederholung. Das haben wir hier unten. Wir können Bilder horizontal und vertikal wiederholen. Das ist am interessantesten, wenn wir beim Hintergrundbild ein sogenanntes Seamless Pattern verwenden, also ein nahtloses Muster. Wir haben solche hier bei Muster und Texturen. Das sind Muster, die sich unendlich vielmal aneinander reihen lassen. Wenn wir jetzt zum Beispiel da das Glas nehmen und das hinzufügen, dann sieht das Ganze mit Bildskalierung füllen recht verpixelt aus und nicht wirklich schön. Wenn wir das jetzt auf Originalgröße stellen, dann ist es nicht mehr so verpixelt, dafür fehlt uns Inhalt rundum, also es ist wieder abgeschnitten. Für das können wir jetzt da unten bei der Bildwiederholung horizontal und vertikal wählen, dann wird es unendlich häufig wiederholt oder so viel, wie halt benötigt wird. Und das Menschenauge sieht jetzt nicht mehr, dass das wirklich wiederholt ist. Es sieht aus wie eine riesige Fläche, die einfach abdeckt ist. Nicht das beste Beispiel, weil jetzt können wir den Text wieder nicht mehr lesen, aber um euch zu zeigen, für was die Bildwiederholung gut kann sein, ist das perfekte Beispiel. Wir haben auch noch als letzte Option hier Filter. Wenn ihr das aktiviert, dann könnt ihr da Einstellungen bearbeiten. Und dann haben wir da vier vordefinierte Effekte. Einmal so einen Pop-Effekt, der ein bisschen Farbe kräftiger macht. Dann einen Schwarz-Weiß-Effekt, einen Sepia-Effekt und einen Negativ-Effekt. Ihr könnt auch die Filter selber da noch anpassen, so wie man es von fast allen Fotobearbeitungsprogrammen kennt. Und natürlich auch wieder zurücksetzen, wenn ihr keinen Filter mehr möchtet. Nicht vergessen, da wieder ausschalten, dann ist der Effekt komplett weg. Was wir da noch sehen, ist der Parallax-Effekt.
Der Parallax-Effekt ist eine optische Täuschung, die auf dem zweidimensionalen, man kann nicht sagen Raum, aber auf dieser zweidimensionalen Ebene von einer Webseite eine Dreidimensionalität vorgaukelt. Und das macht es, indem alles, was im Hintergrund ist, weniger schnell sich bewegt als das, was im Vordergrund ist. Und durch das ergibt es so einen tiefen Effekt. Ich zeige euch das gerade schnell. Wenn wir jetzt hier scrollen, dann bewegt sich der Hintergrund weniger schnell als der Vordergrund. Also der Vordergrund rutscht mit der Zeit über den Hintergrund drüber. Und so entsteht die Illusion von dieser Tiefe, dass eben der Hintergrund weiter weg ist als der Vordergrund. Jetzt werde ich ja aber eine Pizzeria machen. Das heisst, ich nehme am besten da die Wiederholung wieder raus, tue auf Füllen schalten und suche mir da ein Bild aus, das besser zu einer Pizzeria passt. Wir haben hier Kategorie Food and Drinks. Ich denke, dass ich da am ehesten ein Gratis-Bild finde, das zu mir passt. Und ich nehme doch gerade irgendwie so frisches Gemüse. Oh, oder da Oliven. Perfekt. Und dann können wir da den Titel bearbeiten. Auch da tünt euch noch nicht darauf konzentrieren, was für eine Schriftart oder was für eine Farbe da ist. Das tun wir global nachher für das ganze Template anpassen, sodass wir nicht bei jedem einzelnen Element immer wieder die Schriftart anpassen. Wir können also ein Ort anpassen und dann ist es für die komplette Webseite angepasst. Also für einen Moment da einfach mal den Text ändern, aber noch nicht, wie das aussieht. Und ich schreibe da vielleicht Pizzeria rein. Und da unten haben wir immer einen Slogan oder so eine Art einen kleinen Untertitel. Da könnt ihr etwas hinschreiben wie Willkommen im kleinen Italien. Gut. Jetzt haben wir alles, was so ein bisschen vorgegeben ist von der Position, das heisst Logo und Menü und auch der ein bisschen vorgegebene Teil von dem Hauptbild, da können wir ja jederzeit die Darstellung anpassen. Wir haben jetzt momentan Splash, das heisst, das wird wirklich bis zum Bildschirmrand aber gefüllt. Wenn wir das nicht möchten und vielleicht nur einen schmalen Balken haben möchten, dann ein kleiner Header. Wenn wir gar kein Bild möchten, dann kein Header. Ihr versteht das Prinzip. Also nochmal zurück ins Menü, dann ein Layout beim Menüpunkt ändern, sodass eben vielleicht Splash, Vollbild, je nachdem. Grossräder, Kleinräder oder Keinräder. So gewählt ist, wie ihr euch das wünscht. Wenn wir jetzt weiter runtergehen auf unserer Webseite, dann fährt der eigentliche Inhalt von dieser Seite an. Und ihr seht das mit dieser türkis-grünen, blauen, was auch immer für eine Farbe das ist, Linie bzw. Box. Und das ist euer erster Inhaltsabschnitt. Je nach Template hat er vielleicht sogar schon einen anderen Namen als Abschnitt 1. Der Name spielt insofern keine Rolle, das ist einfach für euch zur Bearbeitung oder zur einfacheren Bearbeitung denkt. Und auf einen Blick sehen wir jetzt hier mindestens schon mal drei Elemente. Und zwar ist das hier ein Textelement. Wenn wir reinklicken, sehen wir, dass es hier eine blaue Box rundherum gibt. Das hier unten ist ebenfalls ein Textelement. Da unten haben wir ein Bildelement und da haben wir nochmal ein Textelement. Da unten haben wir noch einen Button, das heisst sogar fünf Elemente in diesem Editor drin, sehen wir schon auf einen Blick. Also 1, 2, 3, 4, 5 Elemente. Und wir müssen die nicht alle behalten, aber von den Grafikern ist das jetzt schon mal schön vorbereitet, sodass wir eben nicht mit 0 anfangen.
Bevor wir uns mit den Elementen hier befassen, möchte ich euch schnell die 6 wichtigen Menüpunkte hier erklären. Mit dem Plus fügt ihr neue Elemente hinzu. Ihr habt in der blauen Liste immer Kategorie. Da haben wir Textelement, Bildelement, Videoelement, Layoutelement, Buttons, Galerien, Karten, Social Media Download Listen und ein Formular, also zum Beispiel ein Kontaktformular. Wir beschränken uns mal kurz auf die einfachsten 2, das ist Text und Bild. Die brauchen wir wahrscheinlich alle. Die weiteren Elemente sind vielleicht ein bisschen abhängig davon, ob sie in eurem Projekt sinnvoll eingesetzt werden können oder eben nicht. Damit ich hier ein Element von der Auswahlliste reinbringen kann, ziehe ich das per Drag and Drop rein. Das heisst, ich gehe mit der Maus hier drüber. Vielleicht möchte ich einen Liedtext haben. Klicke drauf, behalte geklickt und ziehe das Element hier rüber. Und dort, wo die hellblaue Linie erscheint, also jetzt zwischen diesem Element und diesem Element, dort wird das eingefügt. Momentan wird es hier oben eingefügt werden. Jetzt wird es hier unten eingefügt werden. Wenn ich es hier überziehe, dann wird es auf der linken Seite eingefügt. Also wenn ich es hier dazwischen möchte, würde ich es hier loslassen und dann wird es zwischen den beiden Elementen eingefügt. Ich habe jetzt hier gerade eine kleine Bildverzögerung gehabt, habe ich mitbekommen. Ich probiere es einfach nochmal zu zeigen. Hoffentlich ohne Bildverzögerung, sonst sieht man die hellblaue Linie nicht am richtigen Ort. So, ich nehme hier das Textelement. Wenn ich da unten bin, kommt es unten rein. Wenn ich da oben bin, kommt es oben rein. Wenn ich es jetzt loslasse, dann ist es oben. Wenn ich es hier übernehme, wird es auf der linken Seite angezeigt werden. Auch da jetzt wieder mit einer kleinen Verzögerung, leider von der Übertragung. Aber wenn ich es hier aufziehe, dann kommt es sicher oben. 3. So. Das heisst, wir haben jetzt 2 neue Elemente hinzugefügt. Wie gesagt, das funktioniert mit jedem Element genau gleich. Wenn ich ein Bild möchte haben, würde ich auch das Bild einfach an die Position hinziehen, wo ich möchte. Momentan belassen wir es mal bei Text und Bild. Ich gehe später sicher noch all die anderen Elemente durch und erkläre, was die machen. Dann haben wir hier einen Ordner. Mit diesem Ordner öffnen wir unsere Mediathek, wo wir ja auch immer sehen, wenn wir ein Logo auswählen oder ein Hintergrundbild. Allerdings sind wir hier in der Mediathek in einer reinen Verwaltungsansicht. Das heisst, ich kann hier Ordner erstellen, Sachen aufladen, Sachen verschieben, aber ich kann nie von da ein Element irgendwie auf die Webseite draufbringen. Im Website Creator tun wir immer das Element auswählen, das geändert werden soll, von dort aus die Mediathek öffnen und dann weiss der Website Creator, wo dass die Datei soll. Also reine Verwaltungsansicht von eurer Mediathek. Das braucht ihr wahrscheinlich nicht ganz so oft. Meistens ladet ihr die Sachen gerade auf, wenn ihr sowieso schon bei dem Element sind, das ihr bearbeitet. Aber vielleicht ganz am Anfang ist es noch praktisch, wenn ihr schon wisst, ah ja, die 50 Bilder die brauche ich auf der Webseite. Kurz dann aufmachen, alle aufs Mal aufladen und dann ist die Sache erledigt. Gut, das können wir wieder mit dem Kreuz schliessen. Und dann haben wir hier Inhaltsreihenfolge. Und das sind unsere Inhaltsabschnitte. Und wir haben mindestens immer einen Abschnitt, sonst können wir kein Element platzieren. Also das ist eben die grüne Linie, die wir hier oben gesehen haben. Das ist unser Abschnitt 1. Wir können einen neuen Abschnitt hinzufügen. Der hat noch kein Element drin, darum ist er entsprechend kleiner dargestellt. Aber wir können sagen, der Abschnitt ist
entsprechend an der ersten Position, ebenfalls mit Drag and Drop. Also ich ziehe den hier rauf, lasse los und jetzt ist der Abschnitt 2 oberhalb vom Abschnitt 1. Das heisst, ihr habt die Möglichkeit, Elemente zu gruppieren und sie auf einmal zu verschieben. Das kann sehr praktisch sein, wenn ihr zum Beispiel Stelleninserate auf einer Seite habt und solange ihr keine offene Vakanzen habt, ist das ganz unten. Und sobald wieder irgendwie eine Stelle gesucht ist oder zu besetzen ist, dann schiebt ihr den Abschnitt ganz auf, weil es entsprechend wichtig ist für euch. Einfach als Idee, wie man diesen Inhaltsabschnitt kann, verwenden kann. Dann haben wir hier kopierte Elemente. Und das ist recht ähnlich wie das Plus. Beim Plus sind Elemente von uns vorbereitet drin. Beim kopierten Elemente sind Elemente von euch selber drin. Wir sehen später nachher genau noch, wie das funktioniert, aber wenn ihr jetzt findet, dass das Bild perfekt gestylt ist oder der Titel, dann könnt ihr den mit dem Symbol kopieren. Also wenn ich da draufklicke, sehen wir da unten, hat das Element ein Symbol mit den beiden Blättern übereinander. Wenn ich das klicke, dann kommt das Element da in die kopierten Elemente hinein. Und ich kann das immer wieder auf allen meinen Seiten verwenden und es übernimmt immer den Stil. Auch da ein Werkzeug, das euch sehr, sehr, sehr viel Zeit sparen kann. Dann habt ihr da noch einen Button rückgängig machen. Mit dem könnt ihr zu Vorgängerversionen zurückspringen. Also jedes Mal, wenn ihr da auf Speichern drücken, erscheint dort eine neue Version und ihr könnt beliebig zwischen diesen Versionen hin und her springen. Und ganz am Schluss haben wir auch noch ein Fragezeichen, das uns die Hilfe öffnet. Da findet ihr zu fast jedem Element und zu fast jedem Thema im Website Creator auch nochmal Unterstützung. Überall, was so einen Camcorder hinten dran hat, habt ihr sogar ein Video, wo ihr schauen könnt, wo das nochmal erklärt wird. Also, wenn es im Webinar vielleicht noch irgendwo auch noch eine kleine Frage offen ist, könnt ihr am Schluss die Frage natürlich stellen. Und wenn es zeitlich nicht reicht, unbedingt in die Hilfe hineinschauen, dann findet ihr auch fast Antwort zu allem. Gut. Jetzt geht es darum, dass wir ein Element einmal entsprechend platzieren oder umplatzieren. Und das machen wir, indem wir, das haben wir schon gesehen, da zum Beispiel ein Bild nehmen und das da reinziehen. Und dort, wo die hellblaue Linie erscheint, dort wird das Element angezeigt nachher. Also jetzt ist das Element zwischen diesen beiden Elementen platziert worden. Wenn ich ein Element verschieben möchte, dann habe ich da bei jedem Element oben so einen blauen Griff. Und wenn ich dort greife, auch wieder mit Drag and Drop, also klicken, klickt behalten und die Maus bewegen, dann bewege ich das Element und kann auch dann wieder schauen, wo ist die blaue Linie und dort wird es eingefügt. Also die hellblaue Linie zeigt euch immer an, wo das Element eingefügt wird. Wenn ich jetzt einfach die Reihenfolge möchte ändern möchte und das unter das Bild schieben, würde ich jetzt loslassen. Und dann ist der Text unten dran gelandet. Jedes Element hat auch so ein Zahnrad und das öffnet die Einstellungsbox auf der rechten Seite. Die kennen wir ja schon vom Logo und vom Hauptbild oben dran. Jedes Element hat ein bisschen andere Einstellungen. Das Textelement ist das einfachste. Da habt ihr wirklich die wenigsten Einstellungen. Und alles, was ihr da machen könnt, könnt ihr eigentlich auch bei jedem anderen Element machen. Wir haben nämlich aussehen eine Box. Und die Box ist das, was jetzt blau umrahmt ist, wenn das Element gerade in Bearbeitung ist.
Und jedes Element hat eine Box. Das heisst, diesen Part könnt ihr sowieso immer ändern. Und zwar können wir hier zum Beispiel eine Hintergrundfarbe setzen. Dann ist die ganze Box entsprechend jetzt schwarz geworden. Wir können das auch braun machen oder grau oder weiß. Ich lasse jetzt mal schwarz, das ist schön auffällig. Dann sehen wir später, wenn ich das Element kopiere, dass eben die Stile auch übernommen werden. Dann haben wir die Möglichkeit, hier einen Rahmen zu machen. Ich mache da jetzt ein bisschen breiter, vielleicht 10 Pixel breiter Rahmen. Rahmenfarbe auch braun. Und jetzt sehen wir, da haben wir schon einen braunen Rahmen um das Element gemacht. Wir können auch noch die Ecken ein bisschen abrunden, damit es nicht so extrem harte Ecken sind. Und wenn wir möchten, hätten wir auch da die Möglichkeit, einen Schatten anzuzeigen. Ich bin nicht so Fan von Schatten. Das Web ist auch eher wieder flach geworden, also ohne irgendwelche Dreidimensionalität. Und der Schatten gibt halt die Dreidimensionalität, darum für mich aktuell zumindest nicht modern. Es kommt sicher irgendwann wieder, dass 3D cool ist im Web. Momentan reden wir eigentlich immer von modern, wenn wir ein flaches Design haben. Und darum verzichte ich gerne auf Schatten. Dann haben wir auch unten noch Abstände. Und im Web haben wir immer einen Innenabstand und einen Aussenabstand. Der Innenabstand ist der Abstand von der blauen Box, bis der eigentliche Inhalt anfängt. In diesem Fall der Text, Tische und Stühle. Und wenn ich jetzt den Innenabstand einfach mal vergrössere, dann seht ihr, dass da alles mehr in die Mitte reinrutscht, weil der Abstand auf jeder Seite grösser wird. Das heisst, es drückt den Inhalt mehr gegen innen. Meistens ist die Voreinstellung von 15 Pixel eine gute Wahl. Das gibt schon mal ein bisschen Luft drin. Wir sehen, überall hat es so ein bisschen Luft zwischen den Elementen. Aber ich würde da auch nicht zu viel machen. Und probieren das so ein bisschen mit diesen 15 Pixel zu arbeiten. Also nehmen vielleicht 0, 15, 30, 45 und 60 Pixel als Abstandswert, damit ihr so ein bisschen die Einheit von 15 immer wieder verwendet. Dann haben wir einen Aussenabstand. Da haben wir jetzt oben 30 Pixel. Der Aussenabstand ist der Abstand von der blauen Linie bis zu der nächsten blauen Linie oder bis zu der vorherigen blauen Linie. Wenn ich das Bild anklicke, habe ich hier die blaue Linie. Und wenn ich in diesem Element inne bin, wird jetzt leider überdeckt vom Texteditor. So. Zwischen denen ist jetzt ein Abstand und das sind 30 Pixel, das ist der Abstand. Von da zu da hat es keinen Abstand. Auch von da nach unten nicht. Aber gegen oben hat es jetzt 30 Pixel Abstand. Und das ist genau der Aussenabstand. Wenn wir den jetzt reduzieren, dann rutscht das Element entsprechend wieder auf. Und jetzt klebt es so ein bisschen an dem Bild. Jetzt würde ich einfach auf der rechten Seite auch 15 Pixel Abstand machen. Damit wir da ein bisschen Luft im Ganzen drin haben. Genau, jetzt bin ich da aus Versehen auf die Kette gekommen, das wollte ich euch nachher eigentlich zeigen. Mit der Kette könnt ihr sagen, dass der Wert auf jeder Seite gleich soll sein oder eben auf jeder Seite anders. Beim Innenabstand, wenn ihr meistens auf jeder Seite den gleichen Abstand hat. Das sieht einfach schöner aus wegen der Symmetrie. Beim Aussenabstand kommt es häufig vor, dass ihr eben nur auf einer Seite möchte den Abstand geben. Trotzdem, ihr habt bei beiden die Möglichkeit, nur eine Seite mit dem Abstand zu bearbeiten.
Dann haben wir da jetzt ein spezielles Element gemacht, wo sicher sich unterscheidet von allen anderen. Jetzt können wir das mal kopieren. Und dann landet das in unserem kopierten Element. Und wenn ich das jetzt nehme, dann kann ich das einfügen, zum Beispiel unter dem Text. Wieder mit einer kleinen Verzögerung bei mir auf dem Bildschirm. Und wir sehen, dass das Element genau gleich aussieht wie da oben. Und genau für das braucht ihr auch die Möglichkeit vom Kopieren. Und das Letzte, was wir hier machen können, ist das Kreuzchen da. Mit dem können wir Element löschen. Und das ist jetzt, glaube ich, auch nötig. Ich habe gerade relativ viel da hinzugefügt und ein kleines Chaos gemacht. Darum löschen wir die Elemente mal, die wir nicht mehr brauchen. Dann haben wir hier ein Bild. Und ein Bild hat andere Einstellungen als ein Textelement. Wir haben hier zwar auch Aussehen, Box und Abstände. Das sind die beiden Sachen, die wir wirklich bei jedem Element haben. Wir haben aber zusätzlich hier oben, ganz wichtig, Bild ändern. Wir haben jetzt hier so einen Tisch. Das passt nicht wirklich zu meiner Pizzeria. Das heisst, ich möchte das sicher austauschen durch irgendetwas, wo für meine Seite passt. Am besten ladet ihr natürlich eure eigenen Bilder auf, aber ihr dürft auch unsere Gratisbilder suchen, ob es irgendetwas gibt, das für euch passend ist. Vielleicht habe ich im Sommer in meiner Pizzeria eine Cocktailkarte und ich möchte das bewerben. Dann könnte ich das so da einfügen. Dann haben wir hier Beschreibung, Alttext. Und Beschreibung ist ein bisschen einfacher verständlich. Alttext steht für Alternativtext. Und der technische Ursprung für den Alternativtext ist eigentlich, wenn ein Bild nicht geladen werden kann, dass stattdessen der Text angezeigt werden kann. In der heutigen Zeit passiert es sehr, sehr selten, dass ein Bild nicht geladen werden kann. Darum ist der technische Aspekt ein bisschen weggefallen. Es ist aber noch viel wichtiger geworden im Laufe der Zeit. Suchmaschinen lesen den alternativen Text aus und schauen ebenfalls anhand von dem, was das Thema für eure Seite ist. Das heisst, wenn ihr möchtet hoch oben bei Google stehen, dann solltet ihr auch im Alternativtext sinnvolle Wörter verwenden, die mit eurem Thema zu tun haben. Und noch viel, viel wichtiger, wir reden im Web mittlerweile wirklich von Barrierefreiheit. Das heisst, auch blinde Personen sollen können Webseiten navigieren und eine blinde Person sieht halt keine Bilder. Aber der Screenreader, die Software, die alles vorliest, was auf dem Bildschirm ist, kann den Alternativtext aus dem Bild herauslesen und das der blinden Person vorlesen. Und das ist so ein bisschen die Messlatte, die ihr euch setzen möchtet. Schreibt den Text da so, dass eine blinde Person versteht, was auf dem Bild sichtbar ist. Also tut nicht, auch wenn es für Suchmaschinen gut ist, tut nicht irgendwie blöd Schlagwörter oder so rein tun. Also nicht irgendwie Cocktail, Sommer, lecker, das bringt nichts, sondern schreibt lieber ein Tequila Sunrise Cocktail auf einem Holztisch in tropischem Raum oder irgendetwas. Ihr wisst, was ich meine. Also schreibt unbedingt drauf, also in die Beschreibung rein, was wirklich auf dem Bild sichtbar ist. Dann haben wir da diverse Einstellungen zu der Darstellung vom Bild. Wenn ihr eine fixe Höhe habt, dann
wird euch ein Bild, ähnlich wie beim Hauptbild obendran, verzogen, beziehungsweise eben nicht verzogen, sondern irgendwo abgeschnitten. Weil ihr sagt dem Bild, du musst so hoch sein. Meistens empfehle ich das nicht und empfehle dann auch nicht Bildskalierung füllen, sondern einpassen. Und fixe Höhe ausgeschalten und einpassen als Skalierungsmethode, das ist so der natürliche Weg, wie ein Bild im Web würde angezeigt werden. Das ganze Bild ist sichtbar. Wenn wir das da auf die Seite schieben können, können wir leider nicht. Das ganze Bild, ich kann es schnell so zeigen, das ganze Bild ist sichtbar, aber es ist auch eingepasst in die Breite von dieser Spalte, also wirklich ideal. Bildposition brauchen wir dann nicht, weil es wird ja nicht abgeschnitten. Das heisst, es ist völlig egal, was wir hier wählen, das passiert nichts mehr mit dem Bild. Bild abrunden sieht nur bei quadratischen Bildern wirklich gut aus, weil es macht wirklich einen Kreis und dann fehlt halt jetzt oben und unten etwas in diesem Kreis. Wir können auch hier am Bild einen Rahmen geben. Wichtig da, ihr habt auch unten dran wieder Aussehenbox. Das heisst, ihr könnt jetzt theoretisch zwei Rahmen geben. Entscheidet euch am besten für einen. Also das Bild kann einen Rahmen haben und die Box, die blaue Box ums Bild herum, kann auch einen Rahmen haben. Entscheidet euch für eins von beiden, damit ihr nicht einen doppelten Rahmen habt. Ich finde, schwarz sieht eigentlich gerade gut aus. Es rahmt das Bild schön ein. Wir haben auch hier wieder die Möglichkeit, Filter anzuwenden, genau wie wir schon beim Hauptbild hatten. Und auch hier wieder eine Schattenfunktion. Die zeige ich jetzt nicht noch einmal, das würde zu lang dauern, aber wir haben hier etwas Neues, und zwar einen Link. Und überall im Website Creator, wo ihr Links setzt, habt ihr so eine ganz einfache Möglichkeit zu wählen, wie der Link soll funktionieren soll. Interne Seite gibt euch eine Liste mit all euren Seiten. Und da kommt jetzt der Punkt, der sehr interessant dürfte sein. Ihr seht da auch Seiten, die nicht im Menü dargestellt sind. Das heisst, jetzt könnt ihr zum Beispiel eben beim Klick auf das Bild auf eine Seite verlinken, die sonst gar nicht erreichbar ist über euer Menü. Und das ist sehr praktisch. Wir können auch hier wieder eine externe URL verlinken, zum Beispiel Wikipedia oder ein Partner von euch. Dann haben wir auch die Möglichkeit, eine E-Mail-Adresse zu verlinken. Wenn ihr das macht, öffnet sich das Standard-E-Mail-Programm beim Besucher, wo einfach eure E-Mail-Adresse als Empfänger schon voreingetragen ist. Ihr könnt das brauchen, der modernere und coolere Weg ist aber eher ein Kontaktformular zu machen, anstatt so einen E-Mail-Link. Und als letztes haben wir die Möglichkeit, eine Datei zu verlinken. Hoppla. Und zum Auswählen, welche Datei soll verlinkt werden, also eine Datei verlinken ist nichts anderes als einen Download anbieten, gehen wir einfach auf Dateiname .dat. Und dann öffnet sich die Mediathek und da könnt ihr jetzt zum Beispiel euch ein PDF mit eurer Preisliste auswählen und sobald jemand auf das Bild draufklickt, wird das PDF abgeladen. Also das ist, wie ihr könnt einen Link auf ein Bild setzen. Im Text funktioniert das nachher sehr ähnlich, das sehen wir nachher noch gerade. Und jetzt haben wir auch noch Aussehenbox, auch da wieder die gleichen Einstellungen, wie wir schon im Text gesehen haben. Jetzt möchte ich noch kurz auf den Word-ähnlichen Editor zu sprechen kommen. Wir haben da als erstes so eine Liste mit verschiedenen Stilen. Und ich bitte euch, immer diese Stile zu verwenden. Weil das sind vordefinierte Stile in eurem Template.
wo wir später im Gestaltungsteil könnt neu definieren. Und überall, wo ihr den Stil eingesetzt habt, wird nachher das überschrieben mit eurem neuen Stil. Und das garantiert euch die Einheitlichkeit, die eure Seite professionell wirken lässt. Also probiert möglichst, diesen Stil immer wieder zu verwenden. Wir können gewisse Wörter in Fett darstellen, wir können Wörter in Kursiv darstellen. Wir können wählen, ob der Text linksbündig, zentriert, rechtsbündig oder im Blocksatz geschrieben ist. Wir können nummerierte Listen machen, wir können Punktlisten machen. Wir können Links hinzufügen. Ich zeige das schnell. Wenn wir jetzt das Wort bearbeiten möchten, verlinken, gehe ich einfach da auf das Kettensymbol und ich habe wieder genau die gleiche Ansicht, wie wir schon beim Bild hatten, beim Verlinken. Mit der Kette brechen kann ich den Link aufheben. Beim Herzli haben wir Icons, die wir einfügen können. Wenn ich zum Beispiel «Ich Herzpizza» anstatt «Ich liebe Pizza» möchte schreiben. Und jetzt kommen wir zu ein paar Sachen, die ich euch möchte empfehlen und euch eigentlich darum bitten, die nicht zu ändern. Wir haben hier die Schriftart, die Schriftgrösse und die Schriftfarbe. Das sind drei Sachen, die ihr nicht in diesem Editor verwenden solltet. Weil diese drei Sachen sollten schon von diesem Stil erben. Und sobald ihr es hier überschrieben habt, erbt es nicht mehr vom Stil. Das heisst, wenn ihr den Stil später anpasst, dann ist das diesem Element jetzt egal, weil ihr es schon überschrieben habt. Es ignoriert den Stil nachher komplett. Und das ist mega schade, weil wir könnten ja jetzt noch ein bisschen Geduld haben, bis wir im Gestaltungsteil die Stilvorlagen anpassen können. Und dann haben wir es sowieso gerade für die ganze Webseite angepasst. Das ist viel weniger aufwendig, als wenn ich jetzt bei jedem hingehe und die Farbe anpasse, nur weil ich es nicht braun möchte, sondern vielleicht rot. Also habt noch ein bisschen Geduld, geht mal auf die Stilvorlagen hier ein und erst nachher im Gestaltungsteil tun wir die Stilvorlagen für das ganze Template überarbeiten mit euren Farben, mit euren Schriftarten und dann sparen wir extrem viel Zeit. Falls ihr trotzdem einmal so etwas gewählt habt und ihr plötzlich findet, Mist, ich möchte es wieder rückgängig machen, für das habt ihr den Radiergummi, einfach schnell alle Text markieren, den Radiergummi anwenden und dann werden all die Einstellungen da wieder gelöscht und es erbt wieder von der Stilvorlage. Nehmen wir auch noch weitere Sachen. Ihr könnt Text unterstreichen. Hoppla. Text unterstreichen, durchstreichen, hochstellen, unterstellen. Mit dem TT könnt ihr den Text dazu zwingen, in Grossbuchstaben zu sein. Und dann haben wir noch Tabellen. Und Tabellen, das ist so ein Ding. Wir haben ganz am Anfang gehört, dass über 60% der Webseitenaufrufe über das Smartphone kommen. Und Tabellen eignet sich leider einfach nicht für Smartphones, weil eine Tabelle hat eine fixe Anzahl Spalten und ohne die Anzahl Spalten macht der Inhalt keinen Sinn mehr, weil es kann ja nicht irgendwie umbrechen auf die nächste Ziele, weil sonst die Matrix nicht mehr korrekt funktioniert. Und darum empfehle ich euch immer auf Tabellen zu verzichten. Habt immer im Kopf, es muss auf dem Smartphone gut aussehen. Wenn ihr auf dem Smartphone mehrere Spalten habt, stellt euch das mal vor, auf so einem kleinen Gerät drei Spalten und dann habt ihr Text, da passt nicht einmal mehr ein Wort auf eine Zeile. Und dann habt ihr so einen mega langen, schlangen Spaghetti-Text, der einfach nicht gut aussieht. Also wenn ihr zum Beispiel eine Preisliste habt, wo ihr gerne würdet links und rechts immer abwechseln, also meine Dienstleistung kostet so viel. Dann überlegt euch, kann ich das auf dem Smartphone auch so anzeigen? Nein. Also macht lieber Dienstleistung, Preis oder ein PDF mit der Preisliste als Download anbieten.
Weil das kann man auf dem Smartphone nachher wieder zoomen und verschieben und so, wie man gerne möchte. Und dann funktioniert das wieder mit links, rechts. Einfach so, überlegt euch immer, kann das auf dem Smartphone funktionieren? Und bei Tabellen wissen wir, es funktioniert auf dem Smartphone einfach nicht. Das ist nicht mehr zeitgemäss. Gut. Das zu den verschiedenen Möglichkeiten, die wir hier im Editor sehen. Wir haben jetzt noch weitere Elemente, die wir anschauen möchten. Zum Beispiel haben wir hier das Video-Element. Das Video-Element erlaubt euch, ein YouTube- oder Vimeo-Video einzubinden. Und das funktioniert ganz einfach über den Link von diesem Video. YouTube kennt sicher jeder, ist gigantisch gross, gehört zu Google, unterhaltsam. Vimeo kennen wahrscheinlich die meisten, vielleicht nicht ganz alle. Ist auch eine ziemlich grosse Videoplattform. Bietet vielleicht noch ein bisschen mehr so ein bisschen Privacy-Optionen als YouTube. YouTube ist, also grundsätzlich empfehle ich YouTube, weil ihr habt eigentlich nochmal einen Kanal, wo ihr könnt neue Besucher gewinnen könnt. Wenn euch so ein bisschen Privatsphäre und vielleicht so ein bisschen Einstellungen beim Video wichtig ist, ist Vimeo besser. Zum Beispiel könnt ihr das Video mit einem Passwort schützen. Oder ihr könnt auch sagen, dass das Video nur auf eurer Seite eingebunden werden darf und auf anderen nicht. Die Möglichkeiten habt ihr halt bei YouTube nicht. YouTube ist wirklich gedacht, um Leute erreichen und die massenhaft erreichen. Also wählt einen von den beiden Anbieter und tünt euch ein Video dort aufladen und auf der Webseite einbinden. Dann haben wir noch Layout-Element. Da haben wir einfach horizontale Trennlinien, vertikale Trennlinien, Zwischenabstände. Also ein Abstand, den ihr zwischen zwei Elementen machen könnt, und ein iFrame. Ein iFrame brauchen wir immer dann, wenn wir etwas möchten, auf der Seite anzeigen, wo der Website-Creator nicht kann oder gar nicht kann wissen in diesem Sinn. Zum Beispiel das aktuelle Wetter. Woher soll der Website-Creator wissen, was für Wetter irgendwo ist? Können wir nicht unbedingt herausfinden. Aber mit einem iFrame können wir zum Beispiel einen Wetterdienst einfach so einbinden und dann seht ihr immer das aktuelle Wetter an einem Standort. Ihr könnt auch ein ganzes Forum oder ein Gästebuch per iFrame einbinden. Also ein iFrame bindet grundsätzlich einfach eine andere Website ein und zeigt die auf eurer Webseite an. Und wenn das optimiert ist vom Provider von diesem iFrame, dann merkt man gar nicht, dass das eine andere Webseite ist. Wir haben eine Seite gemacht, wo ihr alle, oder nicht alle, aber sehr viele verschiedene Beispiel für iFrames gesehen, und das ist sicher gut, um das mal anzuschauen. Dann haben wir hier Buttons. Wir haben hier verschiedene Buttons. Ein Button ist nichts anderes als ein Link, der einfach auffälliger ist. Das heisst, wenn ihr wollt, dass jemand einen Link anklickt, nehmt ihr meistens einen Button, weil einfach visuell ist der viel auffälliger als ein normaler Link. Und durch das klicken wir viel häufiger drauf. Meistens wählen wir den Text im Button so wählen, dass auch noch irgendein Verb im Imperativ drin ist, also irgendeine Befehlsform. Zum Beispiel jetzt herunterladen oder hier anmelden. Also irgendetwas, das Leute dazu auffordert, eine Aktion auszuführen. Grundsätzlich sind die Buttons im Hintergrund alles genau das gleiche Element, sie sind einfach anders gestaltet. Ihr könnt nachher auch die Hintergrundfarbe, die Schriftart und die Icons, die drinnen vorkommen, jederzeit anpassen. Also, ihr seid nicht eingeschränkt, so wie ihr es hier seht. Ihr könnt nachher weiterhin noch den Button bearbeiten, wie ihr es gerne hättet. Dann haben wir hier zwei Galerietypen. Die eine Galerie ist eine Lightbox-Galerie.
die erlaubt euch, eine so kachelförmig aufgelistete Bilder darzustellen. Und wenn man draufklickt, öffnet sich gross, nachher ein Bild in der ganzen Größe. Und dann kann man mit viel links und rechts weiter navigieren, damit man das nächste Bild oder eben das vorherige Bild sieht. Da unten haben wir eine Slider-Galerie. Da sehen wir immer nur ein Bild aufs Mal, aber wir haben auch die Möglichkeit, mit dem Pfeil weiter zu gehen oder auch mit den Navigationspunkten unten dran das entsprechende Bild zu wählen, das wir gerade anschauen wollen. Da ist es auch möglich, eine automatische Schleife einzufügen, wo alle 5 Sekunden das Bild wechselt. Das heisst, wenn ihr so einen Slider sucht, wo halt immer das Bild ändert nach gewissen Sekunden, dann ist das das Element, das ihr braucht. Wir haben hier auch ein Kartenelement. Da können wir Google Maps hinzufügen. Und alle, die einen Standort haben, wo Leute vorbeikommen können, tun unbedingt so eine Karte auf eure Webseite drauf. Leute sind sich heute einfach gewöhnt, dass sie so eine Google-Karte sehen können, draufklicken und auf dem Smartphone kann man auch direkt Navigation starten. Also sehr praktisch für eure Besucher. Ich würde es nicht unbedingt machen, wenn ihr nicht wollt, dass Leute vorbeikommen. Sobald ihr so eine Karte habt, gibt es so das Feeling der Besucher, dass sie vorbeikommen. Darum, wenn ihr eher nur rein online seid, also ein Online-Job, macht vielleicht lieber keine Karte drauf. Wenn ihr eine Praxis habt oder irgendein Ladengeschäft, unbedingt so eine Karte auf der Webseite anzeigen. Dann haben wir hier diverse Social-Media-Integrationen. Man könnte da bei Facebook zum Beispiel eine Likebox anzeigen. Da könnt ihr einfach Likes sammeln und Leute können eure Seite teilen. Dann haben wir auch die Möglichkeit, bei Facebook einen Feed anzuzeigen. Das heisst, immer die neuesten Posts kommen zuoberst. Dann haben wir da die Möglichkeit für Twitter, dass man euch folgen kann. Wir haben die Möglichkeit, einen einzelnen Tweet einzubetten. Das ist das Element, das ich eigentlich noch am häufigsten brauche. Einen einzelnen Tweet zitieren. Mit dem könnt ihr so ein bisschen beweisen, dass irgendjemand etwas gesagt hat auf Twitter. Und dann könnt ihr Stellung zu diesem Tweet nehmen. Finde ich oder sicher einer der interessanteren Social Media Elemente, die wir hier haben. Dann haben wir auch hier einen Feed. Da könnt ihr die neuesten Tweets von einem Profil anzeigen. Das neueste ist auch dort immer zuoberst. Und dann haben wir unten dran noch Instagram. Da könnt ihr auch einfach einen einzelnen Instagram-Post einbetten in eurer Seite. Unterscheidet sich nicht gross von einem normalen Bild, außer dass dort noch so ein Herzchen ist und dass man Kommentare unten dran sieht. Also wenn ihr auf Instagram aktiv seid, sicher interessant für euch. Dann haben wir hier ein Download-Modul und da besteht schon Download-Liste. Wichtig, die meisten von euch brauchen das Modul nie. Wir wissen schon, dass wir mit jedem Link einen Download machen können. Wir können ihm ein Bild verlinken, wir können Text verlinken, wir können einen Button verwenden. Das sind alles viel, viel schönere Arten, etwas zu verlinken oder einen Download anzubieten, als das Modul. Das Download-Modul braucht ihr nur, wenn ihr riesige Mengen an Dateien möchtet zum Download zur Verfügung stellen. Ich sage so, alles über 30 Dateien könnt ihr euch langsam überlegen, das Modul zu verwenden. Alles unter 30 könnt ihr lieber Buttons oder Links einfügen. Das Modul erlaubt euch einfach auszuwählen, welche Dateien ihr möchtet zum Download anbieten und dann generiert es eine Liste mit Dateinamen, Dateigrösse und einem Download-Knopf finden. Darum sage ich, es ist nicht visuell nicht so wahnsinnig schön. Darum empfehle ich wirklich einen Button, wenn ihr zum Beispiel wollt, dass jemand eure Preisliste abladet, unbedingt einen Button nehmen. Wenn ihr wollt, dass jemand das Anmeldeformular ausfüllt, dann auch einen Button nehmen. Also verzichtet auf die Liste, wenn möglich. Als letztes haben wir hier noch Formular und da haben wir das Kontaktformular Basic und das Kontaktformular Pro. Nehmt auf jeden Fall
immer das Kontaktformular Pro. Ich ziehe mal so ein Kontaktformular Pro bei mir rein. Und dann sehen wir hier ein fertiges Formular, das schon parat wäre, um eigentlich zu verwenden. Wenn wir jetzt hier auf die Einstellungen gehen, sehen wir hier noch verschiedene E-Mail-Einstellungen und hier oben ganz wichtig, Formular verwalten. Und da haben wir die Möglichkeit, unsere Formularfelder zu definieren. In der ersten Spalte haben wir wieder die Möglichkeit, die Reihenfolge zu ändern. Also wenn ich zum Beispiel möchte, Vorname haben, dann ziehe ich das einfach da rauf und dann konnte ich da die Reihenfolge anpassen. Was auch sehr einfach und schnell gemacht ist, ist die Breite von diesen Elementen anpassen. Ich kann da 50% und 50%, Postleitzahl vielleicht nur 25% und die Ortschaft entsprechend 75. Wir schauen, dass es immer zusammen 100 gibt, dann landet es auf der gleichen Zeile. Wenn ich jetzt hier Anwenden drücke, dann ist das Formular schon viel schlanker geworden und einfach psychologisch tun wir das viel lieber ausfüllen, wenn das nicht so riesig lang ist. Es sind immer noch genau gleich viele Felder, aber es sieht schmaler aus, schlanker aus. Darum füllen wir das so lieber aus. Nochmal zurück zu Formular verwalten. Wir haben hier auch die Möglichkeit, Felder als Pflicht zu markieren. Da empfehle ich euch möglichst wenig, aber unbedingt die, die für euch wirklich wichtig sind, als Pflicht zu markieren. Dann füllen die Leute auch lieber aus. Wenn ihr wollt, eine Telefonnummer haben, dann dürft ihr das Pflicht machen, aber viele Leute geben Telefonnummern nicht gerne einfach so raus. Also überlegt euch wirklich, welche Felder braucht ihr unbedingt. Vielleicht braucht ihr ja den Nachnamen nicht unbedingt, wenn ihr per Du sind mit euren Kunden. Vielleicht braucht ihr ja auch Postleitzahl und Ort nicht unbedingt. Ihr könnt sie auch ganz löschen, wenn es für euch komplett irrelevant ist. Also schaut, dass das Formular möglichst schlank daherkommt, dass die Leute sich nicht davor fürchten, das auszufüllen. Wir haben hier verschiedene Typen. Was die bedeutet, sehen wir jetzt gerade. Ich mache mal hier Formularfeld hinzufügen und dann kommt ganz unten ein neues Feld hinzu. Und ich nenne das jetzt einfach mal Abteilung. Wir haben hier verschiedene Typen. Ein Input ist ein Einzieler und ist meistens gebraucht, wenn ihr einen Fact wollt. Also etwas, wo der Benutzer nur eine richtige Antwort geben kann. Zum Beispiel Vorname, Nachname. Da kann er nicht, also er kann theoretisch etwas erfinden, aber wenn er ehrlich ist, gibt es nur eine richtige Antwort. Also Einzieler, eigentlich so wie das Feld Abteilung, das ich jetzt ausgefüllt habe. Eine Information, fertig. Text Area ist eher meinungsbasiert und ist ein mehrzeiliger Text. Das braucht ihr zum Beispiel hier bei Nachricht haben wir mehr, also Text Area. Wenn ihr mehrzeilige Antworten eigentlich möchtet erlauben, eben Nachricht, ihre Mitteilung, Bemerkung und so weiter, alles was mehr als eine Zeile braucht, könnt ihr als Text Area darstellen. Select ist das, was wir jetzt gerade sehen. Das ist ein Dropdown-Menü, wo vordefinierte Werte zur Verfügung stellt. Und man kann nur einen von denen auswählen. Das braucht ihr immer dann, wenn eben der Benutzer nicht irgendetwas eintragen soll, sondern nur etwas, das auch möglich ist. Wir werden das nachher gerade brauchen, weil ich werde eine Liste mit Abteilungen, also welche Abteilung möchten Sie kontaktieren und dann wenn wir nur Abteilungen auflisten, was auch wirklich gibt bei uns und nicht irgendwas. Optionsgruppe ist recht ähnlich. Ihr habt dort auch eine vordefinierte Auswahl von Antworten. Allerdings ist das mit diesen runden Pünktchen. Man kann nur eins davon wählen. Habt ihr sicher auch schon mal irgendwo gesehen. Braucht man manchmal auch für Frau, Herr oder Ja, Nein. Und das Letzte, was wir haben, ist Checkbox. Das ist ein quadratisches Feldchen, wo so eine Haken reinkommt, wenn man es angeklickt hat, das braucht ihr eigentlich immer für Zustimmungen.
Also ja, ich möchte kontaktiert werden, ja, ich möchte den Newsletter abonnieren, ich stimme den AGB zu und so weiter. Also für das braucht ihr so eine Checkbox. Jetzt machen wir da mal Select rein und dann können wir da mit dem das bestätigen. Jetzt, für mich ist Abteilung ein Pflichtfeld und dann haben wir da Optionen. Und mit diesen Optionen können wir verwalten, welche entsprechenden Abteilungen das es gibt. Und ich will vielleicht mal 3 Abteilungen haben. Dann füge ich da mal 3 Optionen hinzu und dann tun wir da unsere Abteilungen rein. Zum Beispiel Verkauf oder Marketing. Und vielleicht Support. Und dann können wir auch da das Feld noch mal ein bisschen aufziehen, damit wir es vielleicht vor der Nachricht haben. Und wenn wir jetzt Anwenden drücken, haben wir da ein Feld mit vordefinierten Auswahlmöglichkeiten. Wenn wir nochmal da zurückgehen zu Formular verwalten, dann sehen wir hier oben noch ein Fenster Meldungen. Das ist auch sehr wichtig. Da geben die an, was passiert nach dem erfolgreichen Versenden des Formulars. Inline-Formular ist der Standard und meistens einfachste und die richtige Wahl. Da wird einfach nach dem Abschicken des Formulars, dort, wo das Formular war, eine Erfolgsmeldung angezeigt. Die könnt ihr noch anpassen. Vielleicht schreibt ihr das noch ein bisschen sympathischer als einfach so standardmässig. Aber meistens ist das genau das, was ihr wollt. Es gibt andere Möglichkeiten. Ihr könnt nach dem Abschicken vom Formular auf eine interne Seite weiterleiten. Allerdings müsst ihr jetzt sehr aufpassen, dass der Benutzer nicht verwirrt wird. Weil, wenn ihr jetzt einfach auf eure Startseite weiterleitet, dann meint der Benutzer, dass er irgendetwas falsch gemacht hat. Weil er hat kein Feedback bekommen, dass alles geklappt hat. Und dann geht er vielleicht nochmal auf eure Kontaktseite, füllt das Formular nochmal aus, absenden und er landet wieder auf der Startseite. Jetzt ist er zweimal auf die Startseite gekommen, zweimal hat es nicht funktioniert in seinen Augen. Er ist hässig, weil es kaputt ist und ihr habt unterdessen schon 2 E-Mails bekommen von ihm. Also es hat niemand gewonnen bei dem. Also passt unbedingt auf, dass wenn ihr auf eine interne Seite weiterleitet, dass ihr die extra nur fürs Formular macht. Dass der gross steht, vielen Dank oder Nachricht erhalten. Einfach so, dass es klar ist, wieso dass man jetzt weitergeleitet wurde. Das ist ein gutes Beispiel für eine Seite, die ihr möchtet haben, aber nicht im Menü anzeigen, also das Auge im Menü durchstreichen. Weil man soll nicht direkt auf die Seite kommen, sondern nur, wenn man das Formular ausgefüllt hat. Sehr heikel, also noch heikler als interne Seite, ist externe URL. Ihr könnt theoretisch den Benutzer auf irgendeine Seite auf dieser Welt weiterleiten. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er dann das Gefühl hat, dass etwas falsch gelaufen ist, ist unglaublich gross. Also dort unbedingt aufpassen und nicht einfach so machen, weil ihr es könnt machen, sondern zuerst überlegen, ob es sinnvoll ist und der Benutzer davon profitiert, dass ihr ihn weiterleitet. Und eben, dass irgendein Feedback auf dieser Seite rum ist, wo sagt, Formular erhalten oder irgendetwas. Das Letzte, was wir beim Formular anschauen, ist direkt diese Einstellung hier. Senden an. Da kommt eine E-Mail-Adresse rein, und zwar eure E-Mail-Adresse. An diese Adresse wird das Formular geschickt, wenn der Benutzer auf Absenden drückt. Und da wollt ihr unbedingt eure E-Mail-Adresse eintragen, sonst landet das im Nirvana oder bei irgendjemand anderem. Also da kommt eure E-Mail-Adresse rein. Absenderadresse könnt ihr eigentlich so lassen. Ihr habt da noch die Möglichkeit, weitere Einstellungen vorzunehmen. Das ist aber eher für fortgeschrittene Benutzer. Also wenn ihr wisst, was SMTP ist, super, könnt in den E-Mail-Einstellungen im Website Creator das anpassen. Ansonsten könnt ihr also einfach standardmäßig so lassen. Und dann haben wir auch noch den Betreff, auch sehr wichtig. Wenn ihr auch leer lernt, dann kommt das Mail mit einem leeren Betreff an. Das ist nicht wirklich übersichtlich nachher in eurem Postfach.
Schreibt da etwas hineinschreiben, das euch daran erinnert, wieso ihr das Mail bekommen habt. Zum Beispiel ganz simpel neue Anfragen über Kontaktformular oder neue Offertenanfragen oder neue Anmeldung für irgendwas. Also wählt den Betreff so wählen, dass es für euch einfach ist, das nachher zu verwalten. Dann habt ihr da unten noch die Möglichkeiten, eure Felder, also das Formular, visuell an den Start zu stellen. Ich gehe nicht alles durch, aber da geht es vor allem darum, wie soll der Feldname dargestellt werden, der Rahmen der Felder, Hintergrund der Felder, der Absenden-Button und so weiter. Also da könnt ihr nochmals sehr viel ändern und dem Formular euren persönlichen Touch verleihen. Dann kommen wir schon zu der Mobile-Optimierung, also wie unsere Seite auf dem Smartphone aussieht. Und für das haben wir da oben so ein kleines Smartphone, das Mobile-Ansicht sagt. Und wie ihr seht, ist alles eigentlich jetzt schon für Smartphone optimiert worden. Wenn wir da durchschauen, dann sehen wir, dass der ganze Inhalt nur noch einspaltig ist und nicht mehr auf mehreren Spalten. Wir sehen aber auch, dass ein wichtiger Punkt nicht mehr so ist, wie wir ihn gerne hätten, und zwar das Logo. Wenn wir nochmal zurück auf die Desktop-Ansicht gehen, das Logo habe ich hier ersetzt. Auf der mobilen Ansicht ist das nicht mehr der Fall. Das liegt an dem, dass das Logo zwar auf allen Seiten synchronisiert wird, jedoch nicht zwischen der Desktop, also der PC-Ansicht, und der Mobile, also Smartphone-Ansicht. Das ist absichtlich so gewählt, weil auf dem Smartphone soll das Logo immer horizontal ausgerichtet sein. Auf dem PC kann es durchaus auch mal quadratisch sein oder eine andere Form annehmen. Das heisst, wir müssen da nochmal drauf gehen, das wieder bearbeiten. Das ist gerade eine gute Repetition, also wieder Bildlogo auswählen. Dann mit Startseite verlinken, da unten eigenes Logo verwenden, können wir draufklicken. Dann wieder Gratisbilder, in meinem Fall, ihr nehmt natürlich euer Logo. Und eben, ihr habt jetzt auch die Möglichkeit, ein anderes Logo, das vielleicht besser für das mobile Gerät optimiert ist, zu wählen. Ich nehme einfach wieder das gleiche Logo. Jetzt haben wir es schon da. Noch nicht vergessen, auch da wieder die Hintergrundfarbe zu löschen. Jetzt habe ich da auch gerade das gelöscht, versehentlich. Ich muss es schnell mit Maus und Tastatur machen. Mit dem Finger ist manchmal komisch, dann nimmt es gewisse Aktionen nicht so an, wie es müsste sein. Ah, das war der Fehler. Ich hatte die Deckkraft vom Bild auf 0 unten. Es müsste aber auf 100% sein, natürlich, dass wir das Bild sehen. Mein Fehler, excuse. Auch da wieder kein Ränder, kein Innenabstand, eigentlich so ideal gewählt. Wir haben jetzt auch die Möglichkeit, noch gewisse Sachen anzupassen. Zum Beispiel können wir mit dem Auge ein Element einfach ausblenden. Dann wird es nur auf der mobilen Ansicht ausblendet. Das ist aber nicht empfehlenswert, weil der einzige Grund, wieso ihr etwas würdet ausblenden würdet, ist, dass es nicht relevant ist. Und wenn es nicht relevant ist, wieso ist es dann auf der PC-Ansicht? Also es ist wirklich, es gibt für mich keinen Grund, das Element auszublenden. Dazu kommt, dass Google seit Sommer, also seit dem Juli 2019, Mobile First Indexing macht, also es schaut die Smartphone-Variante von eurer Webseite an und nicht mehr PC-Variante. Das heisst, wenn ihr es da ausblendet auf der Smartphone-Ansicht, dann sieht Google das gar nicht.
Und wenn es Google nicht sieht, landet es nicht im Index. Und wenn es nicht im Index landet, dann könnt ihr nicht dafür gefunden werden. Also ihr könnt auch wirklich eurer Auffindbarkeit in der Suchmaschine schaden, wenn ihr das ausblendet. Darum macht das, wenn möglich, nicht. Und sonst nur, wenn ihr wirklich überzeugt davon seid, dass es einen Mehrwert am Benutzer bringt. Auf dieser Seite können wir auch noch die Reihenfolge von diesen Inhalten, also von diesen Elementen anpassen. Auch das ist meistens nicht nötig, aber wenn ihr jetzt findet, dass auf der mobilen Ansicht vielleicht das Formular soll vor dem Text kommen soll, dann könnt ihr einfach das Formular über den Text drüber ziehen und nachher wird die Reihenfolge entsprechend angepasst. Was wir auch noch haben, ist da unten so ein Knopf mit einem Pfeil. Wenn wir da draufklicken, kommen wir wieder zurück an den Anfang der Seite. Das kann sehr praktisch sein auf der mobilen Ansicht. Wenn ihr das nicht möchtet, dann könnt ihr da oben rechts auf Mobile-Optionen gehen und da einfach ausschalten, dann ist er nicht mehr sichtbar. Ich lade aber auf jeden Fall drin. Ich finde das eine sehr angenehme Hilfe zum eben navigieren. Und das ist auch schon alles zu der mobilen Ansicht. Einfach nochmal wichtig, passt das Logo anpassen. Es wäre schade, wenn dort nachher so ein Standardlogo drin wäre. Vergesst das auf keinen Fall. Alles andere könnt ihr eigentlich so lassen, wie es ist. Und es sollte alles wunderbar aussehen. Dann schauen wir die Gestaltung an. Für das gehe ich zuerst nochmal kurz auf meine PC-Ansicht. Und ich möchte jetzt da oben auf Template-Einstellungen gehen und dann zuerst mal auf Farbschema. Und jetzt haben wir endlich unsere vier Farben, die wir definieren können. Ich bin eine Pizzeria, das heisst, ich möchte vielleicht etwas entweder rot oder grün, halt italienische Farben. Und meine Hauptfarbe oder meine Akzentfarbe in dieser Farbpalette ist auf jeden Fall die braune Farbe. Ihr werdet sehen, bei fast jedem Template sticht eine Farbe so ein bisschen raus und alle anderen sind Grautöne, also schwarz, grau, weiß oder zwei schwarz oder zwei verschiedene Weisstöne. Probiert möglichst mit der Akzentfarbe zu arbeiten und die anzupassen. Ich mache die jetzt mal auf Rot. Vielleicht ein kleines Bordeaux-Rot. Und jetzt ist die ganze Magie schon passiert. Überall, wo ich jetzt korrekt vererbt habe, ist alles auf Rot angepasst worden. Das heisst, im Menü ist jetzt da Rot und nicht mehr Braun. Wenn wir da runtergehen, sehen wir auch da, der Text ist rot geworden. Auch da, der Text ist rot geworden, ist vorher braun gewesen. Also wir haben auch der Button ist rot. Wir haben jetzt mit einem Klick können eine Farbe austauschen. Und das geht nur, wenn ihr da nicht die Farbe überschrieben habt. Wie ihr seht, ist jetzt auch da die Farbe austauscht worden. Also überall, wo die Farbe von da hinten gewählt worden ist, ist sie jetzt austauscht worden. Sobald ihr da überschreiben könnt, wird die Farbe wirklich überschrieben und es erbt nicht mehr vom Template. Und das wäre schade. Schauen wir noch die anderen Template-Einstellungen an. Wir haben hier Überschriften. Wir haben hier, da sehe ich auch gerade einen Fehler, da ist noch das manuell gewählt worden. Ich tue das jetzt auf Rot setzen, bei diesen drei Überschriften. Und jetzt sieht es eigentlich schon mal gut aus. Was mir nicht so gefällt, ist die Computerschriftart, die wir da teilweise drin haben. Das ist die Space Mono. Ich würde da lieber eine andere Schriftart haben. Vielleicht, ja, ich nehme mal da die Anton-Schriftart und dann würde ich eben überall, wo vor Space Mono war, die Anton auswählen, damit wir eben nicht zu viele verschiedene Schriftarten haben und kein Chaos im Stil entsteht. Nehmen wir auch Schrifteninhalt. Da haben wir beim Lead ebenfalls Space Mono, da würde ich auch gerne wieder Anton rein tun. Nehmen wir auch Roboto, Roboto, beim Zitat wieder Space Mono, da haben wir auch lieber Anton drin. Und Achtung, da könnt ihr noch über scrollen. Da haben wir Stilvorlage 1 und Stilvorlage 2. Also ihr seht, ihr habt so viele verschiedene Stile, die ihr könnt vorbereiten könnt. Es gibt fast keinen Grund, nachher noch manuell irgendetwas zu überschreiben. Ihr habt, wenn man das zusammenrechnet, über 10 verschiedene Stile,
die ihr könnt verwenden könnt. Und 10 ist schon eher viel, also ihr könnt schon ein Rechtschaos anrichten. Darum geht wirklich nicht unten nochmal irgendetwas anpassen. Verwendet noch Stilvorlage 1 und 2, wenn ihr weitere Stil braucht. Und sonst sogar lieber nur mit den Lead, also für einleitenden Text, Textabschnitt für normalen Text, Textabschnitt klein für Bildunterschriften, Zitat ist klar. Stilvorlage 1 und 2 einfach noch als erweiterte Möglichkeiten, wenn euch wirklich noch etwas fehlt. Aber auch da jetzt Space Mono wollen wir loswerden. Und dann haben wir jetzt überall, wo Space Mono war, Anton, außer im Menü. Und das ist Beschriften Navigation. Da haben wir auch wieder überall Space Mono. Navigation ist das, was wir jetzt gerade sehen. Subnavigation ist das Untermenü. Und sekundäre Navigation ist unser unwichtigere Menü, das mit AGB, Impressum und so weiter. Auch da würde ich gerne Anton rein tun. Und das gefällt mir jetzt schon recht gut. Ich finde, man könnte da noch ein bisschen grössere Schrift haben. Dann kann ich da einfach die Schrift noch ein bisschen rauf tun. Und jetzt haben wir da eine deutlich grössere Schriftart in der Navigation, also im Menü, die besser lesbar ist. Und das Letzte, was wir einstellen können, ist die Farbe von Links. Ihr wisst sicher, dass Links immer eine andere Farbe haben als der restliche Text, damit wir sie auch als Link erkennen. Und meistens ist es gut, wenn es gerade die knallige Farbe ist, wo der Link ist. Ihr könnt das auch noch unterstreichen, dann sieht man noch besser, dass es ein Link ist. Und Link Cover ist, wenn man mit der Maus über den Link drüber fährt, dass sich das nochmal verändert. Ich mache das auch rot, mache es aber umgekehrt. So, also die Links sind jetzt rot und wenn man mit der Maus drüber fährt, dann wird es noch unterstrichen, damit wir wissen, jetzt ist es soweit, jetzt können wir klicken. Und das ist alles, was wir eigentlich da einstellen können und das gilt global für die ganze Webseite und ihr spart so viel Zeit, wenn ihr das super macht und nicht unten dran gehen, irgendwie rumbasteln. Was auch interessant ist, wo man vielleicht nicht auf den ersten Blick oder wo man vielleicht nicht gerade sieht, wenn man das erste Mal im Website Creator drin ist, wenn ihr auf Mobile geht, dann habt ihr das Farbschema zwar nicht mehr, aber ihr könnt da noch einmal individuell vor allem die Schriftgrössen anpassen für eure verschiedenen Schriften. Das ist sehr wichtig, weil auf dem Smartphone könnt ihr auch nicht eine 100 Pixel grosse Schrift nehmen, weil es einfach viel zu gross ist für den kleinen Bildschirm. Darum nochmal schnell zum Vergleichen. Bei den Überschriften haben wir 100 Pixel beim Webseitentitel auf dem PC und nur noch 40 Pixel auf dem Smartphone. Ihr könnt da nicht die Schriftart ändern, das wäre auch wieder inkonsequent. Wir wollen überall die gleichen Schriftarten haben, egal ob auf PC oder auf dem Smartphone, aber die Schriftgrösse möchten wir kleiner haben, damit eben da das Pizzeria da unten zum Beispiel noch gut lesbar ist und nicht riesig ist und man nur noch ein P da sieht. Also schaut auch da nochmal durchschauen, dass das super eingestellt ist. Dann können wir Template-Einstellungen schliessen und uns kurz anschauen, was wir da gemacht haben. Ich finde, es ist jetzt schon viel schöner mit dieser Schriftart geworden. Auch da gefällt mir viel besser, es passt mir mehr für eine Pizzeria als die Computerschriftart, die wir vorher hatten. Auch da, der Titel ist viel attraktiver geworden. Natürlich noch nicht auf meine Pizzeria angepasst, aber insgesamt gefällt mir die Seite so schon viel besser als eben mit dieser Computerschriftart. Und das ist auch wirklich das Ziel, dass ihr da euren eigenen Touch hineinbringt mit euren Schriftarten, mit euren Farben. Und dann habt ihr das Template in sehr kurzer Zeit angepasst auf eure Bedürfnisse. Das nächste Thema ist Suchmaschinenoptimierung. Ich speichere das schnell, damit wir nichts verlieren. Und dann gehen wir auf Menüs. Und Suchmaschinenoptimierung basiert eigentlich immer
in dieser Ansicht, beziehungsweise wenn wir auf einen draufklicken, auf einen Menüpunkt und dann da unten bei Suchmaschinenoptimierung. Und ich zeige euch gerade schnell, was ihr da alles machen könnt. Wir haben ganz unten in dieser Ansicht das SEO-Tool und das wollen wir eigentlich einfach mal starten. Und mit diesem Tool ist es super einfach, eure Seite für Suchmaschinen so grund zu optimieren. Und was wir als erstes brauchen, ist da ein Hauptkeyword. Mit dem Hauptkeyword bringen wir am Tool bei, für was wir gerne möchten gefunden werden. Und es ist wichtig, dass wir jede Unterseite, also Home, über uns, jedes Produkt von uns, für ein anderes Keyword optimieren. Ansonsten können wir gegeneinander antreten in der Suche und dann stellen wir uns vielleicht selber den Rang, was nicht unbedingt clever ist. Also schaut, dass ihr immer pro Seite ein anderes Hauptkeyword sucht. Ich bin jetzt zum Beispiel Pizzeria. Pizzeria wäre ein gutes Suchwort für mich, aber es ist ein bisschen kurz und ihr probiert eigentlich immer möglichst ein sogenanntes Longtail-Keyword zu wählen, das aus mehreren Wörtern besteht. Also ein Suchwort muss nicht unbedingt nur ein Wort sein, es ist eher eine Suchphrase. Und wir wollen probieren, durch die Erweiterung des Keywords eigentlich unsere Konkurrenz ein bisschen zu minimieren. Wenn ich Pizzeria mache, dann bin ich blöd gesagt, mit Millionen anderen auf dieser Welt am konkurrieren, weil es gibt so viele Pizzerien auf dieser Welt und ich muss theoretisch besser sein als alle anderen, damit ich überhaupt die Chance habe, auf Platz 1 zu kommen. Wenn ich jetzt aber sage, Pizzeria in Zürich, was sowieso viel sinnvoller ist für mich, weil ich will nicht, dass irgendeiner aus der USA bei mir in der Pizzeria ist. Also wäre natürlich schön, wenn er extra zu mir kommt wegen dem, aber sehr unwahrscheinlich. Darum würde ich zum Beispiel eher Pizzeria in Zürich wählen und dann habe ich vielleicht noch ein paar hundert Konkurrenten, je nachdem, ob man jetzt Stadt Zürich oder Kanton Zürich, aber Pizzeria in Zürich ist sicher schon die bessere Wahl. Also tue ich mal Pizzeria in Zürich da eingeben. Und sobald wir das Keyword eingegeben haben, haben wir auf der rechten Seite einen SEO-Score, der uns zeigt, was wir noch nicht gut gemacht haben. Und sobald ihr das Keyword habt, könnt ihr eigentlich wirklich dieser Liste folgen und einfach abarbeiten, bis ihr da auf mehr als 70 Punkte seid. Ideal sind natürlich 100 Punkte. Ihr müsst nicht immer 100 Punkte erreichen. Achtet euch darauf, dass ihr immer menschlich seid. Optimiert nicht für eine Maschine wie Google optimieren, sondern für eure Besucher. Google, der Algorithmus von Google wird immer schleuer und früher oder später wird Google checken, ob es für Menschen geschrieben ist oder ob es eben für eine Maschine geschrieben ist. Und darum unbedingt immer für Menschen schreiben. Gut, fangen wir mit dem Seitentitel an. Der Seitentitel beinhaltet das Keyword nicht. Das werden wir natürlich gerade schnell beheben, indem wir das Keyword nehmen und einfach da unten auch mal einfügen. Und wir sehen, wir haben jetzt da schon 37 Punkte bekommen. Dann der Seitentitel ist kürzer als 20 Zeichen. Das geht dann immer weiter, bis wir irgendwo bei 50 bis 60 Zeichen sind. Der Seitentitel, das Keyword steht am Anfang des Seitentitels. Das ist ein kleiner Boost, den ihr könnt haben. Allerdings ist das der Punkt, den ich am häufigsten ignoriere. Ich schreibe da lieber die beste Pizzeria in Zürich seit 1992 zum Beispiel. Und dann bekomme ich eben den Punkt nicht mehr. Das Keyword steht nicht am Anfang des Seitentitels und der Seitentitel ist kürzer als 50 Zeichen. Das lassen wir momentan mal noch so. Wir sehen nachher gerade, wieso ich jetzt noch nicht auf 50 Zeichen möchte kommen, weil ihr seht da eine graue Box und da kommt nachher noch etwas rein. Also momentan bin ich mal zufrieden mit diesen Punkten und nehme die. Dann müssen wir als nächstes Seiten-URL optimieren. Das
machen wir auch unten. Die URL beinhaltet das Keyword nicht. Auch da tun wir einfach das Keyword rein. Jetzt haben wir die Punkte. Blöderweise ist die URL jetzt aber nicht mehr erlaubt. Was wir da machen müssen, ist alle Grossbuchstaben durch Kleinbuchstaben ersetzen. Und alle Abstände durch ein Minus. Wir haben da jetzt immer noch alle Punkte, aber wir haben da eine gute URL. Was wir da noch machen sollten, ist das Ü durch ein UE ersetzen. Wir verlieren dann leider auch Punkt, aber Google ist so schlau und checkt nachher, dass UE Ü ist. Also behaltet euch einfach im Hinterkopf, behalten, dass ihr theoretisch die 23 Punkte, die ihr jetzt abgezogen habt, noch hättet. Und dann müssen wir eine Beschreibung verfassen. Beschreibung soll auch unbedingt menschlich geschrieben sein. Also dort nicht irgendwie Pizza, Zürich, Essen, Restaurant, Italienisch. Das will niemand lesen. Es soll eine Beschreibung sein, die für Menschen geschrieben ist, also am besten in Sätzen. Und was wir gelernt haben, ist, dass man in diesen, am Schluss sollte der idealerweise 156 Zeichen haben, was wir in diesen 156 Zeichen super hinbekommen, sind zwei Sätze. Und wir wollen am Anfang eigentlich immer einen informativen Satz, der Vertrauen aufbaut, und nachher einen konvertierenden Satz, also einen Satz, der irgendwo noch ein Verb im Imperativ, also wieder in der Befehlsform drin hat. Und dort wollen wir nicht irgendwie etwas schreiben wie «Klicken Sie hier» oder ja, hier klicken, das wollen wir nicht unbedingt machen. Wir wollen den Befehl eher auf unsere spezielle, also auf unsere Webseite beziehen, was wir anbieten. Zum Beispiel bei einer Pizzeria genießen Sie. Das ist viel schöneres, aufforderndes Verb. Es reicht, dass es eine Aufforderung ist im Kopf bei uns, tut das automatisch auslösen, dass wir wollen auf die Seite gehen. Ich bin kein Psychologe, aber ich weiss, dass es funktioniert. Gut, dann schreiben wir jetzt hier einen Text, am besten eben zwei Sätze vielleicht. Wir sind die beste Pizzeria in Zürich seit 1992. Oder anders, seit 1992 backen wir in unserer Pizzeria in Zürich feinste italienische Pizzen nach Familienrezept. Was ich da möchte erreichen, ist seit 1992, das schafft Vertrauen, dann Familienrezept, das schafft Sympathie. Also ich habe jetzt wahrscheinlich schon viele können von mir überzeugen. Und der letzte Kick geht eigentlich eben noch das Verb im Imperativ. Genießen Sie bei uns ein Stück Italien. Und da darf man gerne ein Ausrufezeichen machen. Und wenn wir jetzt weiter runtergehen, sehen wir, wie unsere Seite jetzt bei Google wird angezeigt werden. Wir haben hier die beste Pizzeria in Zürich seit 1992. Dann kommt unsere URL und dann unsere Beschreibung. Und ihr möchtet, dass das möglichst voluminös ist. Darum tut nicht nur ein Wort da bei Ihnen schreiben. Es sieht dann so leer aus. Also es verschwindet nachher in den Suchresultaten wirklich. Und je mehr Leute bei euch draufklicken, auch wenn ihr nicht auf Position 1 sind, desto höher werdet ihr mit der Zeit kommen. Wenn ihr auf Platz 5 sind, aber mehr Klicks bekommt als Platz 1, was denkt ihr, Google ist denke ich, schon so schlau und tut euch nachher dann irgendwann auf Platz 1 anzeigen, wenn der Platz 1 weniger Klicks bekommt als ihr. Also wichtig ist, dass euch ein Suchresultat so attraktiv ist, dass Leute draufklicken. Das ist eigentlich das Wichtigste. Nebst dem Inhalt, der nachher natürlich auch soll, interessant sein und Leute nicht dazu bringt, gerade wieder wegzugehen oder irgendetwas halt auslöst, das die Leute nicht gerne sehen. Aber grundsätzlich haben wir jetzt unser Suchresultat gut optimiert. Wir haben hier jetzt einen SEO-Score von 67. Wir schauen aber noch mal kurz da. Wir haben hier 23 Punkte mehr, weil eigentlich habe ich das Keyword in der URL. Das heisst, ich hätte jetzt hier noch mal 23 Punkte mehr, also 90 Punkte.
Und 90 Punkte ist über 70, also sehr gut. Wir haben so 90% eigentlich das gemacht, was wir machen sollten. Wir verlieren da noch ein paar Punkte. Das schauen wir jetzt gerade an, wie wir das noch flicken, eben mit dem grauen Balken, den wir da noch haben. Du schnell hier anwenden, dann nicht vergessen zu speichern. Und wir gehen jetzt mal da zu Einstellungen. Und bei Einstellungen haben wir da etwas, was Titel der Webseite heisst. Und da wollt ihr den Firmennamen von eurem Projekt eintippen. Meine Pizzeria nenne ich jetzt einfach einmal Pizzeria, hoppla, Pizzeria Fantasia. Und dann mache ich Speichern und wir gehen zurück nochmal ins Menü und dann auch da wieder auf Home und schauen nochmal zuunterst beim SEO-Tool. Und was jetzt passiert ist, dass Pizzeria Fantasia, der Firmenname, wird hinten an den Titel angehängt und das sehen wir nachher auch hier unten. Es ist jetzt noch voluminöser geworden, unser Suchresultat. Und das zählt aber zu diesen Zeichen dazu. Und wir sollten 50 bis 60 Zeichen haben. Und jetzt haben wir genau 59, also eigentlich haben wir den Platz fast perfekt ausgenutzt. Wir könnten noch ein Zeichen mehr machen, aber das ist wirklich nicht notwendig. Und jetzt haben wir auch nochmal Punkte bekommen für das. Jetzt der einzige Abzug, den wir noch haben, ist, dass das Keyword nicht am Anfang steht. Also haben wir jetzt 95 Punkte von 100 möglichen. Und also mit diesem Ergebnis können wir wirklich mehr als zufrieden sein. Und wir haben auch wirklich gute Chancen, dass Google uns da irgendwo gut anzeigt. Auch da wieder Speichern nicht vergessen. Und so optimiert ihr jede Seite bei euch optimieren. Also ihr macht das nicht nur für Home, ihr macht das nachher für jede andere Seite auch. Möglichst immer für ein anderes Keyword. Jede andere Seite ist vielleicht etwas übertrieben. Wenn ihr Seiten habt, die euch egal sind, wenn ihr nicht gerankt werdet, zum Beispiel eure Kontaktseite oder euer Impressum, eure AGB, die müsst ihr ja nicht optimieren, weil ihr wollt nicht unbedingt, dass die in der Suche erscheinen. Dann müsst ihr das natürlich nicht machen. Aber für alle Produkte von euch vor allem und Dienstleistungen und eure Startseiten, die sollten unbedingt alle optimiert werden mit dem SEO-Tool. Wir schauen nochmal schnell in die Einstellungen rein. Wir haben dann nämlich noch andere Sachen. Wir können das automatische Speichern ausschalten. Ihr habt gesehen, im Editor hat es alle 10 Minuten automatisch gespeichert. Das könnt ihr ausschalten, wenn ihr das nicht möchtet. Ich lasse es drin. Es ist immer gut, wenn man vielleicht doch mal vergisst zu speichern, dass man maximal 10 Minuten verlieren kann. Dann haben wir auch Google Analytics ID. Die Leute, die wissen, was Google Analytics ist, da kommt ID rein. Alle anderen interessiert das eigentlich nicht. Dann haben wir auch noch einen Datenschutzhinweis. Ihr kennt das sicher auch. Überall auf den Webseiten gibt es jetzt so einen Banner, wo etwas über Cookies steht. Das könnt ihr da ebenfalls schreiben. Wir können da eben, wir verwenden Cookies und da Buttontext, wo heisst akzeptieren oder ja, zu den Datenschutzerklärungen und dann können wir auch eine Seite verlinken, wo mehr Infos dazu gibt. Jetzt werden wir noch den Passwortschutz anschauen. Hoppla, da haben wir vergessen zu speichern. Speichern natürlich nicht vergessen. Dann wollen wir den Passwortschutz anschauen. Und da können wir einen neuen Benutzer anlegen, der nachher Zugriff hat auf unsere verschiedenen Seiten. Und da haben wir grundsätzlich einen Vornamen, einen Nachnamen, einen Benutzernamen und das Passwort. Vor allem wichtig sind Benutzernamen und Passwort. Mit dem loggt sich nachher der Benutzer ein. Und da unten wählt ihr, welche Seite dass ihr besuchen dürft. Ich habe ganz am Anfang ja Unternehmen und Kontakt limitiert. Und das sind auch die, die mir jetzt hier zur Auswahl stehen. Ich kann jetzt sagen, der Benutzer darf nur Unternehmen anschauen, Kontakt aber nicht. Und dann würde ich da speichern und dann wird der Benutzer aktiviert werden. Also ihr seht, es ist wirklich sehr einfach, Benutzer zu erstellen. Ihr könnt nachher dem Benutzer die Informationen zukommen lassen und nachher habt ihr sofort eine passwortgeschützte Seite. Das Letzte, was wir jetzt noch anschauen, ist
den Online-Shop und den finden wir da. Gut, das können wir jetzt mal verwerfen. Und der Online-Shop ist wirklich sehr, sehr einfach aufgebaut. Also, ihr wisst grundsätzlich sowieso schon, was ihr braucht, wenn ihr etwas verkaufen wollt, und ihr findet das alles im Website Creator. Als erstes haben wir da Produkt, wir können ein neues Produkt hinzufügen. Das Produkt hat einen Namen, eine Beschreibung, ihr könnt dem Produkt einen Preis geben. Es kann optional in Aktion sein, also in einem Sale. Eine Artikelnummer, die braucht ihr einfach, damit das System eine eindeutige Nummer hat. Wenn ihr irgendein Inventarsystem habt, nutzt ihr doch gerade die. Ansonsten könnt ihr einfach 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Dann könnt ihr ein Gewicht vergeben. Das braucht ihr nur dann, wenn ihr auch die Versandmethode nach Gewicht steuern wollt. Also zum Beispiel bis 2 Kilo 7 Franken, ab 2 Kilo 9 Franken. Und was ihr meistens auch machen wollt, ist den Bestand verwalten. Weil ihr nicht, zumindest von physischen Produkten, nicht unbegrenzt von einem Produkt habt. Und was soll passieren, wenn das Produkt ausverkauft ist? Entweder kann man es weiterhin bestellen, dann habt ihr halt einen Lieferrückstand. Oder es wird als ausverkauft angezeigt, was so ein bisschen der Standard ist. Oder das Produkt wird komplett ausblendet. Das ist vielleicht sinnvoll, wenn ihr Antiquitäten verkauft, die nur Einzelstücke haben, dann wird das Produkt am besten ganz ausblendet, wenn es ausverkauft ist, weil ihr werdet wahrscheinlich das genau gleiche Produkt nicht noch einmal haben. Dann können wir Produktoptionen hinzufügen. Das braucht ihr zum Beispiel, wenn ihr T-Shirts verkauft. Dann könnt ihr sagen, das Produkt gibt es in Gelb, Blau und Rot und in der Größe S, M und L. Das heisst, wir haben zwei Optionen an drei verschiedene Werte und dann könnt ihr automatisch nachher generieren drücken und dann macht es euch 9 verschiedene Varianten, also gelb in S, gelb in M, gelb in L, blau in S, blau in M und so weiter. Also jede Kombinationsmöglichkeit generiert es euch. Wenn es eine von denen nicht gibt, kein Problem, dann könnt ihr sagen, das gibt es nicht. Und der Bestand ist nachher auch verwaltbar pro Variante von diesem Produkt. Ihr könnt selbstverständlich auch Kategorien hinzufügen, so wie Bilder. Also wirklich sehr einfach. Auch Kategorien und Produktoptionen haben wir auch nochmal. Da sehen wir unsere Bestellungen, da sehen wir einfach Bestellnummern, wer hat bestellt, wann hat er bestellt, zu welchem Betrag hat er bestellt und in welchem Status befindet sich die Bestellung. Ist die eingegangen? Ist die gezahlt? Ist sie versendet? Ist sie abgeschlossen? Ist sie storniert? Alles, was man eigentlich braucht, um Bestellungen sauber zu verwalten. Dann haben wir hier noch Darstellungsoptionen. Da können wir für Desktop, also für einen PC, so wie für Mobile, also Smartphone, Darstellung wählen. Ich gehe da nicht zu tief jetzt drauf ein. Am besten schaut ihr euch das alles durch und entscheidet euch für das, entscheiden, was euch am besten gefällt. Da geht es wirklich darum, wie viele Produkte nebeneinander angezeigt werden und so weiter. Auch hier die Detailseite könnt ihr nachher noch individuell gestalten. Den Text, der im Warenkorb ist, wenn ihr zum Beispiel möchtet sagen, ab 100 Franken Bestellwert bekommt ihr noch gratis das und das dazu. Das ist super im Warenkorb. Wenn der Warenkorb nachher 80 Franken ist, dann tut vielleicht der Besucher noch einen Artikel mehr in den Warenkorb legen, damit er über die 100 kommt. Also so könnt ihr super auch nochmal Upsells generieren. Und am interessantesten sind eigentlich da die Einstellungen. Wichtig, der Shop soll auf der Seite angezeigt werden, sobald ihr möchtet, dass der online ist. Und da haben wir wieder das, was wir ganz am Anfang vom Webinar gesehen haben, die Einstellungen zu der Währung und zu der Mehrwertsteuer, die ist standardmässig deaktiviert, weil die meisten, die mit uns starten, die sind Startups und sind noch gar nicht mehrwertsteuerpflichtig. Wenn ihr sie braucht, könnt ihr sie da aktivieren. Dann haben wir da Online-Shop-Informationen, auch sehr wichtig. Kontaktangaben und noch wichtiger eigentlich Kontoangaben. Da könnt ihr eure IBAN und so weiter angeben, damit die Leute per Banküberweisung zahlen können, nachdem sie bestellt haben.
Dann haben wir unten auch noch die Möglichkeit, AGBs sowie eine Widerrufsbelehrung zu verfassen. Bei den E-Mail-Einstellungen sehen wir, was für verschiedene E-Mails das verschickt werden. Ihr habt hier also Platzhalter, man sieht es hier, Order-NR. Ihr könnt mit diesen Platzhalter auch den Vornamen zum Beispiel nehmen und nachher dann Hallo Vorname und dann wird automatisch der Vorname von dieser Person eingefügt. Also ihr könnt sehr individuelle Mails so verschicken, die automatisch nach der Bestellung rausgehen. Dann haben wir hier Versand- und Lieferbedingungen. Das braucht ihr unbedingt. Ihr könnt je nach Region andere Versandkosten haben oder je nach Gewicht andere Versandkosten. Ja, das sind so die Sachen, die ihr eigentlich könnt machen könnt. Und jetzt das Allerinteressanteste, Zahlungsmethode. Vorkasse ist Banküberweisung, das könnt ihr super brauchen. Ich brauche es meistens nicht mehr, weil jeden Tag den Kontostand prüfen und schauen, ob die Zahlung gekommen ist. Dann gibt es solche, die mit Einzahlungsschein zahlen. Manchmal ist es ein bisschen mühsam, aber unbedingt brauchen am Anfang sehr praktisch. Kauf auf Rechnung würde ich am Anfang vielleicht nicht empfehlen, außer ihr könnt wirklich das auch finanzieren, wenn halt mal jemand nicht zahlt. Passiert leider auch noch häufig per Nachname. In der Schweiz ist es nicht das Interessanteste, vielleicht findet ihr es aber cool. Interessant wird es da. Wir haben hier Stripe und PayPal. PayPal kennt ihr wahrscheinlich alle. Ein Zahlungsdienstleister, wo man sich einloggen kann und dann mit einem Guthaben zahlen oder mit einer hinterlegten Kreditkarte. Stripe dürftet die wenigsten kennen, aber ich bin mir sicher, ihr habt sicher schon mal irgendwann mit Stripe gezahlt. Das ist einfach eine Kreditkarte. Dienstleister, wo ihr euch das Feld bekommt, Kartennummer, Inhaber, Ablaufdatum und CVC-Code. Und wenn man dann auf Bezahlen drückt, ist das Geld innerhalb von wenigen Sekunden sozusagen schon bei euch ausgezahlt wird, wie ihr auch könnt lesen, nach 2 bis 7 Tagen. Meistens sind es 2 Tage. Ich habe sehr selten erlebt, dass es wirklich 7 Tage geht. Jetzt mit PayPal könnt ihr recht einfach verbinden. Ihr habt hier eine Anleitung. Ihr braucht hier 2 verschiedene Schlüssel von PayPal. Die bekommt ihr, wenn ihr dieser Liste gefolgt seid. Bei Stripe ist es noch einfacher. Wenn ihr da draufklickt, kommt ihr automatisch schon zu Stripe. Wir sind die Partner und ihr könnt auch das Formular ausfüllen und dann wird es automatisch schon mit dem Website Creator verknüpft. Also wirklich noch viel einfacher als mit PayPal. Stripe braucht ein bisschen mehr Informationen. Ihr müsst dort häufig auch noch Ausweisdokumente aufladen, die halt beweisen, dass ihr eine reale Person seid. Das ist so alles, was ich euch zum Online-Shop hätte wollen erklären. Und wir sind somit auch am Ende des Webinars. Ich hoffe, ihr habt etwas gelernt und dann würde es mich sehr freuen, wenn wir uns sehr bald wieder sehen, vielleicht in einer Kundenbeziehung, wo ihr euch für unser Produkt entschieden habt.